Beim Spiel um Throne gewinnt man oder stirbt. Dazwischen gibt es nichts. Und damit willkommen zu Crusader Kings 3, einem Spiel, das ich gar nicht kenne, das mich aber unglaublich, unglaublich gehuckt hat, wie schon länger keins mehr. Normalerweise spiele ich einfach nur Spiele, die mir Spaß machen und nicht aktuell sind, wie Herr der Ringe, ne, Schlacht der Mittelerde, XCOM 2 ist auch schon etwas älter, StarCraft aktuell, aber auch schon alt, und solche Geschichten. Das habe ich noch gespielt, Endwar und Stronghold Crusader habe ich angefangen, das 1er, Kreuzzug, mit eigenen Regeln und besserer KI und ganz schwer, bin ich gerade an einer Mission, die mich komplett auseinander nimmt. Aber, schaffe ich auch. Aber dieses Spiel habe ich durch Zufall, YouTube-Algorithmus sei Dank, herausgefunden. Also, Paradox Entertainment. Entertainment? Heißt die Firma so? Ich weiß es nicht mal. Ich weiß nur Paradox, glaube ich. Da, Paradox, genau. Ja, Glückwunsch. Ihr habt Geld bekommen von mir. Weil ich dieses Spiel gesehen habe und ich habe es mir lange angeschaut tatsächlich. Ja, ich habe schon Streams gesehen und so, aber das meiste, was dieses Spiel zu bieten hat, kenne ich noch nicht. Ich bin noch nie mit einem von Paradox Spielen in Berührung gekommen bisher, also wirklich gar nicht. Und scheint einfach unglaublich interessant zu sein. Ich weiß nicht genau, was das Spielziel ist. Bisher habe ich immer Spiele gespielt, die ein Ziel hatten. Hier scheint es wirklich darum zu gehen, nicht irgendwie zu gewinnen, sondern einfach nur eine Geschichte zu erleben. So rollenspielmäßig im Mittelalter. Und das fand ich unglaublich interessant, weshalb ich mich jetzt dazu entschlossen habe, das einfach mal auszuprobieren. Weil ich glaube, dass das wirklich, wirklich toll sein kann. Das Spiel wird keinen festen Slot bekommen. Es schaut aktuell eh kaum einer. Ich habe mal geguckt. Die Zahlen sind so runtergegangen. XCOM bei 2-3 Klicks, was halt gar nichts ist. Und Herr der Ringe auch so bei 10. Es ist okay, stört mich nicht wirklich. Ist mir jetzt letztens mal aufgefallen, ich muss auch mal wieder Herr der Ringe aufnehmen. Und ich habe die Kommentare gelesen, ja, ihr wollt, dass ich gegen Menschen spiele, werde ich auch irgendwann mal machen, aber mit Text-RP, das ich spiele, den Videos, die ich aufnehme, Studium, D&D und Pathfinder 2, ich spiele selber noch viel Warhammer, Total War 2 nebenher für mich persönlich, mit also SFO-Mod, ist auch sehr interessant. Und dann die ganzen YouTube-Videos, Reddit, das man gucken kann. Und das wenige Freizeitleben, das ich selbst haben möchte, da bleibt nicht so viel. Und ich habe jetzt auch nicht wie manche andere YouTuber tausende Leute, die das gucken. Deswegen mache ich das so für mich. Ich werde jetzt aufnehmen, vielleicht eine Stunde, vielleicht fünf, mal schauen. Ich lade das dann hoch, baller irgendein Thumbnail drauf, kurze Beschreibung, fertig, das war's. Kein großes Editing, nix. Und wir erleben dann einfach eine Geschichte. Ich werde klein anfangen, so klein wie möglich, weil ich selber noch nicht viel von diesem Spiel weiß. Ich habe so ein bisschen was erfahren, ein, zwei Kniffe und Tricks kenne ich schon, aber ich möchte mich nicht selber überladen. Ich möchte es von Grund auf einfach kennenlernen. Und das finde ich immer spannend, wenn man ein Spiel einfach kennenlernen kann. Und da lade ich euch ein, mich auf dieser Reise zu begleiten, dieses Spiel einfach zu erkunden. Na? So, ich schalte jetzt mal um. Bam. Und weil ich dumm bin, schaue ich noch mal, ob es auch passt. Sieht so aus. Ah, es läuft im Hintergrund weiter. Sehr schön. Okay. Ton ist da, das ist auch ganz wichtig. Ich habe schon fast 5 Minuten gelabert, ohne was vom Spiel zu zeigen, außer dem Startscreen. Wie ein echter Profi. Und das war das Tutorial, das habe ich gespielt. Mir das Zeugs durchgelesen, das war es. Viel lernt man da gar nicht. Ein bisschen klicken. Bisschen die Ressourcen, das war's. Ich werde versuchen, alles zu erklären, was ich weiß. Vieles weiß ich nicht, das werden wir so durchgehen. Ich hoffe, es läuft flüssig. Meine Grafikkarte ist ein bisschen alt. Die 57 Ti ist einfach nicht so geil. Aber kein Geld, keine Lust. Beides für neue Grafikkarte und PC und Blub. Vielleicht irgendwann mal. Solange es läuft und man kann es anschauen, ist es in Ordnung. Ich meine, ihr seht das hier, das ist keine 4K-Auflösung. Ne? Das ist hier die Haare. Aber es geht eher um die Geschichte und nicht um die Grafik. Deswegen schauen wir mal. Wir starten ein neues Spiel. Ich werde auf jeden Fall 867 anfangen, weil
Ich will das Spiel so lange wie möglich erkunden können. Und wir werden nicht eine vorgefertigte Kampagne spielen oder einen vorgefertigten Start. Sind sicher alle spannend und interessant und erzählen eine schöne Geschichte. Aber ich möchte... Schaut mal, das ist alles in Europa hier. Ah, es gibt einfach, normal und sehr einfach. Wieso gibt es nicht schwer? Iron Man deaktiviert. Ja, den werden wir schön aktivieren. Erfolge nicht verfügbar. Ja. Also wir spielen auf normal, ne? Ja. Ganz normal. Spielparameter. Habe ich auch noch nie gesehen, den Screen einfach. Also nicht selber, nur kurz mal in einem Video. Aber nicht ausführlich. Deswegen schauen wir mal drüber. Wir aktivieren den Iron Man. Das heißt, was passiert, passiert. Damit muss ich umgehen. Wie bei XCOM, ne? Wir spielen auf normal, kennen wir auch. XCOM wird es irgendwann wieder geben. Irgendwann. Ich weiß noch nicht wann. Mal schauen. Wenn es mich mal wieder bockt, das auf legendär durchzuspielen. Ich habe Lust, aber aktuell, der Start ist so frustrierend. So. Unabhängige Exklaven. Exklaven unabhängiger KI-Herrscher werden im Nachfolgefall in Friedenszeiten entfernt. Es sei denn... Sie sind über einen Seeweg verbunden oder Teil des de jure Territoriums. Ich lasse es mal auf beträchtlich. Ich weiß nicht, was das macht. Wir werden sehen. Mehr Spieler, Mordkomplotte. Feindliche Komplotte können gegen Spieler und deren Familien. Keine Spieler, keine Familienmitglieder. Standard, klar. Krankheiten tauchen normal auf. Ja, ich kann auch krank werden. Ich habe ja Heuschnupfen, Laktoseintoleranz und, deswegen mal gucken. Geschlechterrechte, Standard von Glaubensdoktrin, das macht Sinn. Ja. Das heißt, Männer ruhen und Frauen haben nichts zu sagen. Man könnte es umdrehen, wäre sicher auch mal interessant, aber ändert nichts. Also das ist halt nur umgedreht, deswegen. Ketzereien, lassen wir wahrscheinlich auch auf Standard. Sind so gut wie immer historische Ketzereien. Okay, wir lassen mal auf Standard. Ich will aber wenigstens mal durchklicken, auch wenn ich alles auf Standard lasse. Mongolische Invasion, Standard, nie, zufällig, Standard, ja. Kriegsgrundkosten, Standard, ja. Kulturbekehrungstempo. Ah ja. Nö, lassen wir Glaubensbekehrung auch. Reichweite auch. Enddatum. Ah. Das Spiel wird enden. Okay, es hat mir. Das habe ich mich nämlich schon gefragt. Wann endet das Spiel? Und so wie es ausschaut, endet das Spiel 1453. Das sind 600 Jahre. Das ist schon ein bisschen, aber nicht so viel. Tatsächlich. Also man kommt ja relativ zügig, habe ich das Gefühl, durch die Jahre durch. Mal schauen, wie lange so eine Session geht. Hängt davon auch viel ab, wie viel Pause man macht, wie lange man braucht. Um eine Entscheidung zu treffen, wenn sie auch kommt. Aber hey, schauen wir mal. Angepasste Königreiche. Die Erschaffung angepasster nicht-historischer König und Königreich ist erlaubt. Ja, wieso nicht? Eingeschränkt. Titel mit de jure Land werden irgendwann vernichtet, wenn ein Charakter kein Land dieses Titels im Reich hält. Der Haupttitel des Spiels wird nie. Ja. Lass mal, wie es ist. Oder? Also, ne. Familien generieren. Die meisten historischen Charakter mit Landsbesitz, die keine bekannten Familien bekommen, einen Ehepartner und bis zu 3 Kinder. Ja. Wir haben eine Familie. Ist okay. Gleichgeschlechtliche Beziehungen. Akzeptiert, Standard, ja. Sexualität, gleich, homo, bi, asexuell. Ja, weniger häufig, alle gleich, homo häufig, bi häufig, asexuell, nee, Standard. Glaubensakzeptanz, auch Standard. Platzierung von Herrschern,
Nee, lassen wir mal zufälliger Glaube. Historisch, macht auch Sinn. Charakter Nacktheit. Okay, cool. Nackige Leute. Game of Thrones, das grüßen. Nice. Ungarische Wanderung. Okay. Sofort. Warte mal, das ist ja fast jetzt schon. 30 Jahre. Okay. Cool. Wir starten aber, wie gesagt, als irgendwer. Das heißt, wir können mal gucken. Hab kaum noch Wasser, ist auch ein Problem. Bleibt hydriert. So, wir gucken mal uns die Karte an. Das ist die ganze Karte. Ihr seht schon, das ist hier groß, ne? Zentraleuropa. Afrika. Arabische Länder. Und so Nahe Osten. Und da hinten noch Indien und Ferner Osten. Ich glaube, Japan hat's nicht. Aber ist groß. Okay. Alter, wie groß das ist, schaut's mal. Das ist schon krass. Das ist schon heftig. Okay. Wir starten allerdings zuschauen. LOL, man kann auch einfach zugucken. Auch interessant. Nein, wir starten nicht als zufälliger Charakter. Schwierigkeit, wie gesagt, die bleibt normal. Ich möchte als Europäer starten. Es könnte auch jemand Skandinavisches sein, aber das reizt mich jetzt nicht so. Ich würde gerne als jemand spielen, der blau ist. Da bieten sich die Franken an. Aber nicht als Westfranken oder so, also als großer König. Das nicht, das ist mir zu groß. Wir haben gesagt, wir starten klein. Das heißt, ich suche mir irgendeine kleine, schnuckelige Baronie oder Grafschaft. Und das ist ein Herzog, das ist ein Herzog. So. Und als den starten wir dann. Ne? Wir gucken uns an. Ehrlich, fleißig und geduldig. Ist schon mal gar nicht schlecht. Vielleicht finden wir auch jemanden mit einem coolen Wappen hier. Ne? Haus Welf. Das Haus schaut bescheiden aus. Also das mit diesem Löwending war schon ganz cool. Ne, also blau ist, es muss sein. Wir müssen auf jeden Fall als blau spielen, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Und hier so dieses Löwendingsbums oder was das ist. Ich finde den nicht schlecht. Hugo von Anjou. Ist geduldig, fleißig und ehrlich. Er hat einen Erben. Und er hat einen Lehnsherrn, einen König. Der Kahle. Ansonsten hat es den noch. Der ist ein bisschen gedreht. Kann ich da... Das kann ich nicht ändern. Ne? Nee. Das ist rot. Der hat gar nichts. Eigenwillig. Gesellig. Ehrgeizig. Also ich glaube, wir haben schon gefunden, wen ich suche. Aber gucken noch ein bisschen weiter. Dabei ist die Farbe eigentlich egal, aber ich mag's halt. Ne? Ja, das ist halt wieder dieses ganz große Ding. Ne? Okay, als Bischof, glaube ich, kann man nicht spielen. Welf. Warte mal. Nee, das war doch vorhin anders. Hatten wir doch... Hier, genau. Ah, guckt's mal, was haben wir denn da alles? Oh, das ist ein bisschen groß, oder? Wir haben das alles? Das ist viel. Ah. Der ist ganz klein. Weil der hat halt Anjou, der hat Chartres, das ist mir zu groß. Tatsächlich. Ja, okay. Also ihr seht schon anhand dessen, wie ich hier rumklicke, dass ich keine Ahnung habe, wo ich was anwähle oder auswähle. Was mit dem?
fände ich halt schön, wenn man sein Wappen ändern kann. Vielleicht kann man das ja sogar auch. Vielleicht kann man sein Wappen ja sogar ändern. Ich will halt mit sowas Kleinem starten. Hier sowas zum Beispiel. Ne? Einfach nur das. Ah! Schaut's mal, hier, Graf Welf von Sens. Der hat dieses Wappen. Ist nicht dieser super große Typ. So, und da. Was haben wir alles? Grafschaft von Senf. Senf. Ja, die Grafschaft von Senf, wer kennt sie nicht? So, Dynastie Welf. Und der Herzog Hugo. Das ist ja der da, oder? Genau. Das ist der. Das ist der, der hat den ganzen Bumskram. Und er gehört zu dem Herzogtum von Anjou, das gehört dem. Und der Herrscher ist er selbst, genau. Nachfolgelinie Ulm, Eccio Welf, Rudolf Welf. Das bin nicht ich, okay. Ja. Machen wir zu hier. Aber hier sowas Kleines finde ich schon interessant. Dass man sich halt wirklich hochspielen muss, ne? Hier, Sens. Schwierigkeiten kann keine Kinder bekommen. Wieso das? Ich bin schüchtern, treuherzig und arrogant. Ist ja nicht so toll. Ach, das ist das Haus. Ja, wartet mal, dann kann man doch sicher. Was hat denn der für Leute? Sieht man nicht. Schade. Weil Haus Welf finde ich cool. Wer ist denn da alles dabei? Ja, das ist der wieder. Genau. So. Der hat Titel. Das da. Ansprüche. Was hat der denn für... Okay. Ulm. Jetzt den könnte man auch spielen. Gott vergelten. Der hat Eltern, der hat Geschwister, aber keine Kinder. Vasallen. Graf Eudes. Dieses Haus. Ja gut, das muss schon. Wo sehe ich denn seine Ländereien? Also der hat das Herzogtum von Anjou, die Grafschaft von Auxerre, wo auch immer die ist. Ah ja, hier. Ich muss das mal ein bisschen. Okay, das ist hier unten dieses Teil. Das ist da unten das Ding. Oh, guckt's mal, Grafschaft von Nevers. Da unten, das schaut doch schön aus. Hier. Der ist ehrlich. Ja, nee, das ist wieder der Typ. Wer wohnt denn da? Ist der das selber? Ist ja schade, weil eigentlich fände ich es. Gut, nee, er hat den Titel selber. Er ist all das. Okay. Ihr seht schon, ich bin viel am Lernen und am Klicken. Ansprüche hat er auch einige. Was haben wir hier? Beaumont. Aha. Wo liegt das? Hier. Na gut, das ist halt. Grafschaften, 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 Grafschaften. Herzogtum, Herzogtum. Hätte ich jetzt auch interessant gefunden, König Charles, Lehnsherr von Herzog Hugo. Kann man nicht spielen? Ja, also als König starte ich sicher nicht. Das ist mir zu viel. Das ist ein kleines Kind. Das wäre auch interessant. Man kann auch als Kind starten, ne? Ich weiß nicht mal, ob die Farbe wirklich stimmt. Was mich interessiert hätte, wäre noch herauszufinden, warum kann ich keine Kinder kriegen? Wenn ich... Na, also ich habe einen Erben. Der ist gesellig, keusch. Ah, das ist nicht so gut.
und bescheiden. Ist erstmal nicht schlecht. Warum kann der denn keine Kinder kriegen? Er ist schüchtern, ja. Treuherzig und arrogant. Kann keine Kinder. Das verstehe ich halt nicht, warum der keine Kinder kriegen kann. Okay, wo? Die Eltern sind wahrscheinlich alle tot, das sind ausgegraut. Geschwister. Graf von Ulm. Wir können auch als der Ulmer spielen. Das wäre sicher auch interessant. König Ludwig der Deutsche. Ja, ne. Wir haben einen Erben. Wir sind geduldig, gerecht, unersättlich. Boah, Fresssack halt, ne. Ist nicht so toll. Was gibt's denn noch? Emmerwelf? Kein Spielererbe, Glaube bevorzugt männliche Herrscher? Ja, okay. Okay. Herzog Konrad von Hochburgund? Hinterlistig, tapfer und unersättlich? Nee. Graf. Der hat bisher nur ruhig und hinter... Aua. Ja, nee, komm. Also ich fände das schon recht interessant. Ulm. Schauen wir mal, was das bringt, oder? Bevor ich jetzt noch 1000 Stunden brauche. Fangen wir mal an. Ist es der jetzt? Ich frage mich halt, warum der andere keine Kinder kriegen kann. Das hätte mich mal wirklich interessiert. Hier, der Graf Welf. Er kann keine Kinder bekommen. Ich weiß nicht warum. Er ist halt nicht keusch und nix. Er ist unverheiratet, ja. Aber kann halt heiraten, ne? Also das kann man schon machen. Wüsst jetzt nicht, wo das Problem liegt. Wo waren jetzt nochmal Ulm? Hier, Ulm. Königreich-Titel, Großreiche-Titel, Reiche. Glaube, Kultur und Häuser. Häuser. Häuser ist auch interessant. Ja, nö, Haupterbe ist der Graf. Ja, aber wenn ich sofort da erbe, sobald der stirbt, der ist schon 30, dann gehört mir alles. Das ist viel too much. Ich will das... Wisst ihr was? Machen wir das doch einfach. Suche uns da jetzt jemanden aus. Wo war der denn? Sens. Ich will jetzt wissen, warum der keine Kinder kriegen kann. So. Okay, warum kannst du... Lebenswandel. Genau, den müssen wir noch wählen. Warum kannst du keine Kinder kriegen? Er ist ein erkenntnisreicher Denker und Zölibat. Okay. Okay, okay, okay. Das ist das Problem. Er lebt im Zölibat und er hat Keuschheit geschworen. Das macht es natürlich schwierig, weil, wie gesagt, er kann dann keine Kinder bekommen. Ich habe allerdings einen Erben, der noch nicht keusch ist. Konrad Welf. Spielererbe. Unverheiratet, ja. Okay, das heißt, solange der lebt, er ist erst 20. Solange der lebt, kann ich keine Kinder machen, erst wenn er übernimmt. Der gute Konrad Welf. Okay. Ja gut, das ist ja... Warte. Ah, das ist mein Bruder. Wer ist das? Rudolf Welf. Ja, also habe ich ja noch Geschwister. Das geht schon. Das ist zwar doof, dass der jetzt am Anfang keine Kinder kriegen kann.
Aber so super schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Na? Geht schon. Okay. Cool. So, ich mache hier erstmal langsamer. Dann muss ich ganz kurz Wasser holen, die Tür aufmachen, damit sie mal durchlüftet. Und dann fangen wir richtig an. Ich bin schon sehr gespannt. Komm gleich wieder. Okay, so. Jetzt noch mal kurz hier das Zeugs austauschen und dann schauen wir gleich mal. Okay. Ja, das sieht doch schon mal interessant aus. Wir starten mit 18 Gold, das ist nicht viel. Wir machen 1,4 Gold pro Monat. Das ist gar nicht wenig. Das müsste Prestige sein. Ja. Schaut okay aus. Wir sind bekannt. Okay, wir starten auf der zweiten Ruhmestufe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben 100 Frömmigkeit. Die ist natürlich recht hoch. Wahrscheinlich auch ein bisschen wie zum Zölibat, oder? Eins pro Monat, ja. Und der Klerus mag uns, weil wir keine Kinder kriegen. Geil. Die Frohnaturen, also jene, die gerne über Betten, durch Betten hüpfen, die mögen uns nicht so gern. Und Verführer auch nicht. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin, dass irgendeine Frau uns mag und wir Kinder bekommen. Das ist ja nice. Weil, wenn wir sterben und das geht an den Konrad Welf rüber, die Grafschaften und alles, was uns gehört, dann ist der ungefähr so alt wie wir. Ja. Schwierig. Vielleicht sterben die auch vorher, dann haben wir erst recht ein Problem. Ist also gefährlich. Muss man mal gucken, wie das läuft. Aber die können Kinder bekommen. Ich kann den auch verheiraten. Da müssen wir mal schauen. So, was wollte ich jetzt gucken? Genau. Bekanntheit. Die ist halt irgendwie. Ich weiß noch nicht, was die genau macht. Werden geboren mit 100. Bekannt. Ach, das sind wir. Okay. Und das sind unsere Truppen. Wir sind klein. Wir haben nichts. Wir haben die Baronie von Sens. Wir haben die Baronie von Nogent. Und wir haben die Baronie von Aube. Gehört uns, gehört uns, gehört uns. So. Hier steht. Keine Ahnung. Eine Burg. Hier steht noch eine Burg. Und da ist nichts. Das hier gehört diesem Baron. Schaut mal, der hat das coole Wappen. Aber als den kann man nicht starten, ne? Das wäre schade. Er ist zu klein, wahrscheinlich. Oder warte mal, ist das doch unser Wappen, oder? Nee. Umgedreht. Kann keine Anspruchsteller haben. Ja, Besitztum Nobel. Gehört uns. So, ich wollte mal gucken, ob man das eigene Wappen ändern kann. Das T-Baum öffnen. Wahrscheinlich nicht. Das fände ich aber cool, wenn das gehen würde. Dynastie, Mitglieder. Ja, weil man kann so einiges ändern. Ja, man kann es hier hingehen und sagen, Ehepartner, Heirat, persönlich, das seid ihr. Anheften, Barbier. So, und dann können wir uns hier umändern. Das ist schon interessant. Hier geht es nicht. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich würde gerne mein eigenes Banner machen. Ich guck mal gerade, ob das möglich ist. Aber wahrscheinlich eher nicht, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon gefunden. So, Crusader Kings 3. Okay. Gucken wir mal, ob man das Banner verändern kann. Dynastie Banner. Also,
Okay. Ich kann ihn hier öffnen. Kamera auf euch, aufs Oberhaupt. Das sind wir. Schließen. Kamera auf euch. Kann man wahrscheinlich wirklich nicht ändern. Was schade ist. Okay, es heißt Dynastie. Schauen wir mal, ob man es ändern kann. Aber ich glaube nicht. Switch Characters. Nö. Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber es hat mich gefreut. Der war groß. Okay. So, das sind wir. Heirat, Ehepartner. Okay. Na gut, lassen wir mal. Also das hätte ich interessant gefunden. Auch cool, dass das dem Baron irgendwas von irgendwo. Oh, der schaut ja schmierig aus. Eigenwillig, keusch und ehrlich. Und der gehört zu Nogen. Das ist die Baronie. Das ist das Baronie-Banner. Grafschaft-Banner. Okay. So langsam verstehe ich gar nichts. Gut. Es gibt viele Dinge, die wir jetzt tun sollten. Ratschläge. Enzyklopädie? Ja, nur gerade nicht. Ansprüche fingieren. Noch nicht. Lebenswandel auswählen. Das machen wir. Erbe vermählt. Das sollten wir auch machen, unbedingt. Und ihr seid nicht verheiratet. Das sollten wir auch bald machen. So, gucken wir mal, wohin wir gehen wollen. Wir sind nicht sehr geschickt in Diplomatie. Wir sind okay in Kriegsführung. Verwaltung ist in Ordnung. Bildung. Okay, wir scheinen in Bildung gut zu sein. Was gibt denn Bildung alles her? Medizin? Dann leben wir länger wahrscheinlich. Okay. Wenn wir lange leben, dann könnte das gut sein. Gelehrsamkeit. Mhm. Ja, wir sind schon stark. Schwerpunkt auf Theologie. Kirche. Die sollte man nicht vernachlässigen. Meinung des Klerus. Gemeindebekehren Fortschritt. Okay, machen wir mal... Anatomie. Anspannungszuwachs geht kaputt. Ist auch gut. Genau, Erkrankungen. Gesunder Körper. Fruchtbarkeit 20%. Probieren wir es doch mal mit Medizin. Oder? Kleiner Bonus. Erfahrung pro Monat. Den nehmen wir jetzt. Diesen Lebenswandel. Wir werden jetzt ein bisschen gebildeter mit Medizin. So, wie komme ich hier raus? So. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Burg, in der gar kein Gebäude ist. Wir haben ein paar Aufgebote. Wir fliegen immer. Das sind unsere. 5 Ritter haben wir, auch interessant. Okay, wir sollten heiraten, genau. Wir selbst sollten heiraten. Die Frage ist, was wollen wir? Wir müssen uns mal ein bisschen umgucken, was wollen wir denn machen? Wo wollen wir hin? Was macht Sinn? So, als Beispiel. Und wo haben wir zum Beispiel Ansprüche? Ne? Was hilft uns? Wir haben einen Anspruch auf Zürich. Schaut's mal. Zürich. Ist das Zürich? Das ist weit weg. Okay. Ja, sollte ich machen? Mache ich jetzt aber nicht. Okay. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo anders noch Ansprüche irgendwann bekomme. Okay, schauen wir mal. Heirat. Es steht halt dran, wir können keine Kinder bekommen.
dann bringt mir Fruchtbarkeit auch nichts. Trotzdem ist Medizin nicht schlecht, wenn wir lange leben, können wir lange hier etwas aufbauen, uns einen Namen machen. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich jetzt. Das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Ich glaube nicht, dass man Zölibat loswerden kann, aber vielleicht ja schon. Okay. Es sollte jemand sein, der zu uns passt. Wir sind arrogant, treuherzig und schüchtern. Und jemand, der uns ergänzt. Das heißt, die hier hat ähnliche Werte wie wir. Das hilft uns nicht großartig, finde ich. Das ist so. Nee. Relevanz. Was ist denn Matrilinua? Ah, okay. Ja, wir haben keine Kinder mit dem, deswegen ist es egal. Okay. Die hat Ansprüche auf Titel. Barcelona, Mallorca, Ibiza. Das ist interessant. Gibt es noch jemanden, der Ansprüche hat? Die ist besessen. Das ist nicht gut. Klumpfüße. Was hat's denn noch alles? Also jemand mit Ansprüchen, das war schon interessant. Oh, hier, guckt mal. Mögliches Bündnis. Ja, das kommt später. Man verheiratet Kinder mit Kindern. Okay. Naja gut, es gibt zwei Leute von dem gleichen Stamm hier, der Barcelona. Das ist halt alles da unten, ne? Wenn ich jetzt hier gucke. Neun Anspruchsteller auch, das ist sehr weit weg. Die sieht fromm aus. Also keiner von denen mag mich. Aber das ist egal, das kann man später noch machen. Okay, wen heiraten wir? Es sollte jemand sein, der uns ergänzt. Das heißt, ich hätte gern jemanden mit guter Diplomatie, Verwaltung, Ränkespiel. Da ist die nicht so gut. Also die ist, ja, Diplomatie wäre noch ganz nice, aber jemand, der alles kann, ist halt auch unwahrscheinlich. Die zum Beispiel ist sehr gut in Diplomatie. Relativ gut in Verwaltung. Ja. Sie ist gerecht. Wir sind arrogant, treuherzig und schüchtern. Zufrieden? Okay. Wir haben keinen religiösen Eifer. Die macht Frömmigkeit weg, weil sie zynisch ist. Das ist nicht so nice. Gerecht. Eigenwillig sind wir nicht. Also die wäre interessant. Ja, die ist besessen, die nicht. Nee. Ursula. Gute Gesundheit. Maßvoll. Ich bin nicht unersättlich. Das ist schon mal schön. Zornig. Ich bin arrogant, treuherzig und schüchtern. Keusch. Ja, nee, das ist nicht so gut. Wir sollten schon gucken, irgendwann. Ehrgeizig, tapfer. Also die eine da oben hat mir schon ganz gut gefallen hier, ne? Zynisch, zufrieden, gerecht. Zynisch ist nicht so gut in der Frömmigkeit. Wir haben halt einen guten Draht zur Kirche mit dem Zölibat. Das sollte ich versuchen auszunutzen. Irgendwie. Irisch. Hinterlistig. Aber ihr Ränkespiel ist trotzdem schlecht. Das bringt uns nicht so viel. Die ist reizlos. Und diese Eigenschaft ist vererblich. Na Gott sei Dank. Toll. Nee, hinterlistig ist nicht so toll. Diplomatie. Die hat viel Diplomatie. Okay, kann ich mal Bündnisse. Nee. 19, 9, 16, 13.
Ja, aber das ist wieder die zynische, das ist nicht so gut. 16,6, 16,4, 15,11. Die ist super ungebildet. Sie ist fleißig, aber feige und ruhig. Weiß nicht so recht. Stammler, ne. Ich hätte schon gern jemanden, der zwei Werte gut hat. Margarete. Ah, hier drei gute Werte und zwei schlechte. Aber Ränkespiel mache ich eh nicht viel, ne? Ich bin nicht so der Ränketyp. Ehrlich? Gesellig? Gesellig ist gut. Gesellig ist sehr stark. Stur. Verwaltung plus 3. Ja, das ist doch solide. Die hat zwar keine Ansprüche und nix. Wo kommt die denn her? Graf Rimbert. In Stade. Wo ist das denn? Wo ist denn Stade? Holstein? Ist gar nicht so weit weg, oder? Von uns. Burgund? Orléans? Er wird annehmen. Haus Welf geboren. Ja, wir haben keine Kinder. Noch nicht. Vielleicht kann man das ja noch wegkriegen. Mal gucken. Ich schau mal, ob ich die bekomme. Ne? Schauen wir mal. So. Dann wäre es natürlich noch schön, wenn der einen Ehepartner finden würde. Er ist keusch. Das ist nicht gut. Und bescheiden und gesellig. Okay. Gibt es jemanden, der fruchtbar ist? Und robust. Oh, das ist stark. Die Werte sind nicht so toll, aber. Okay, ungeduldig, bescheiden, gesellig. Auch gesellig. Das ist gut. Dann mögen die sich schon mal. Fleißig. Bescheiden. Die nehmen wir doch mal. Die ist auch ein guter Ko die ist stark. Wird annehmen. Konrad Welf erhält minus 100 Prestige. Ja. Okay. Chancen auf Kinder moderat. Gucken wir mal. So. Und der gute Graf Welf von Sens. Ich muss mal gucken, auch ob ich ein mögliches Bündnis machen kann. Nicht nur nach Kindern gucken. Schuppig, nope. Sondern Bündnisse. So, mögliches Bündnis Earltum von Ormond. Wo ist das denn? Wo ist das? Wo bist du? Ich wünschte, ich würde den Button finden, der mir sagt, wo das ist. Dynastie Mordor, Häuptling. Also wo steht der quasi? Earltum von Orm Häuptling. Nachfolgelinie zum Anzeigen klicken. Rechtsklicken, um zum Ort zu gehen. Da drüben. Okay. Das ist ein bisschen weit weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist noch weiter weg. Das ist nah. Das ist sogar sehr nah. Der Graf von Ravensburg. Okay, was sagt denn dieser Graf? Welche war das? Ist der da? Nee. Hier, Graf von Ravensburg. Er mag uns nicht großartig, aber das ist ja erstmal egal. Da muss man mal gucken. Fleißig. Was bist du denn?
hinterlistig, gefühllos und so. Boah, es ist ein. Das ist ein Kämpfer. Sie wäre fleißig, arrogant und treuherzig. Ist nicht so das Geilste, ne? Bescheiden, lüstern. Lüstern. Fruchtbarkeit, mitfühlend. Wenn der arrogant und zornig und gefühllos ist, dann will der nicht jemanden haben, der gefühlsvoll ist. Die Judith, die ist schon 28. Was ist denn... hat Ansprüche auf Earltum von Tormund. Das ist da oben. Aber die ist bei guter Gesundheit. Die ist ehrlich, großzügig, maßvoll. Ich glaube, ich versuch's wirklich mit... mit der Judith. Oh. Sie sind verwandt? Das ist nicht so toll. Schade. Ich meine, ich könnte aber... Ja, nee, dann nicht. Also, Inzucht, ich muss jetzt nicht mit Inzucht anfangen. Sag ich ganz ehrlich, muss nicht sein. Ja, die ist halt mitfühlen, ne? Das ist halt nicht so toll. Gibt's noch andere Bündnisse? Baronie. Wo ist das denn? Da drüben, Salzburg. Ja. Ich meine, dem würde jemand mit Ränkespiel ganz gut tun, ne? Eigenwillig, zornig, gefühllos, hinterlistig, faul, geduldig. Oh, oh, oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, ich versuche das einfach mal. Hauswelf. Schauen wir mal. So, ich habe schon gelernt, wenn ich Post 1 drücke, fliege ich zurück zu mir. Das ist sehr gut. Was gibt's denn noch zu tun? Nicht von Suffraganbischof gebilligt. Ein Reichspriester ist als Ratsmitglied verantwortlich für religiöse sowie Glaubensfragen. Ratspräsident werden automatisch alle Titel besiegen. Verpachtet. Aha. Ein Bischof billigt uns nicht. Ah, okay. Ist der in meinem Rat? Ja. Okay. Kann ich den beeinflussen? Ich könnte es versuchen, aber es ist nicht gut. Wegen meiner Anspannung. Okay, das ist ja schwierig. Ich kann da nichts machen, weil ich schüchtern bin. Uff. Ich glaube, ich habe mir einen sehr schwierigen Start ausgesucht, tatsächlich. Weil keiner von denen mag mich. Ich kann entlassen, das ist nicht so toll. Da muss ich mal gucken, ob ich da was machen kann. Okay. Der unterstützt uns nicht. Das ist ein Problem. Tatsächlich. Ist die Frage, ob ich einen anderen Rats... den kann ich nicht. Okay, das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Halbbruder und Erbe und Ritter von euch, Konrad. Habe ich da nicht erst was gemacht? Ein Halbbruder. Doch, warte mal, die habe ich doch jetzt gerade eben erst gemacht, oder?
Das sind noch die beiden. Ja, die habe ich gemacht. Genau, da habe ich Vorschläge gemacht. Euer Erbe. Halbbruder. Oh. Gut. Nebenlinie erschaffen. Aha. Ist das klug? Ich glaube nicht. Ist das klug? Ich glaube nicht. Der Schall dürfte ich? Geht? Ja, aber... Okay, das wäre ein sehr großes Anliegen. Das machen wir vielleicht mal nicht. Was gibt's noch? Also das muss ich machen. Das habe ich eigentlich schon gemacht. So. Ja. Ungut. Also ich muss... Das Ding ist halt, wie kann ich denn Anspannung wieder runterbringen? Eine Jagd würde anstalten, einen Arzt suchen. Zwölf Monate. Kostet Geld. Ritter einladen. Wie viele Ritter habe ich denn? Das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen, wie viele Ritter ich habe. Das müsste ich bei Armee sehen. Fünf. Boah. Kostet das mich denn was, Ritter zu holen? Ja, okay. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Holen wir mal Ritter und suchen mal einen Arzt. Okay, also das mit der Nebenlinie weiß ich noch nicht. Klingt für mich jetzt nicht so toll. Und hier, ja, ich muss halt, es wird mir nichts übrig bleiben. Geld habe ich nicht. Er hat kein Kind und nichts und ich auch nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass es gelingt. Aber ist wichtig. Ich glaube, schüchtern kriegt man auch nicht los, ne? Vielleicht schon. Das ist halt schlecht. Also da habe ich mir wirklich was Schweres ausgesucht, weil... vielleicht sollten wir das einfach mal nutzen, um eine Nebenlinie zu machen und gucken, was passiert. Ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung. Wenn der meint, das wäre wichtig. Dann sollten wir das vielleicht einfach machen. Ihr seid jetzt Mitglied von Haus Plein. Aha. Auch interessant. Einfach so. Dynastie Welf. Haus der Welf-Dynastie. Haus umbenennen. Haus Plein. Dynastie Welf. Dynastiebaum. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt genau macht, aber hey. Schauen wir halt mal. Also ich bin immer noch... Nee, der ist weg. Ich bin jetzt... Plein. Ich bin aber doof. Was nehmen wir da? Der Speer bringt Bildung. Auch interessant. Plein. Plein klingt doch doof. Von Plein. Welf. Hm.
könnte man da nehmen? Weiß nicht. Fels. Ist egal. Haus von Fels. Hä, warte, warte, warte. Haus Fels. Okay. Weiß nicht, was genau das gemacht hat. Ich habe hier irgendwie Prestige bekommen. Cool. Aber das war's. So, der ist... Aha, Französisch, glaube ich, könnte zu mir, müsste eigentlich, ne? Ich wollte in den Rat gucken. Das ist ganz wichtig, dass ich mal in den Rat schaue. Ich muss hier ein bisschen was schauen. Konrad Welf ist Ritter. Der hat einen... Was hat denn der für einen Wert? 5. Schlecht. Er wäre besser als... sowas hier. Okay, ist nicht so gut. Loop. Braucht das da. Da ist er schon ganz gut drin. Das passt auch. Die hat den höchsten Wert, glaube ich. Ja. So, den kann ich nicht ändern. Das ist sehr bedauerlich. Ich habe keinen Ehepartner. Und den auszutauschen wäre zwar nice, kann ich aber nicht machen, weil wollen sie nicht. Ist auch ein Ritter. Okay, womit befassen die sich? Ich mache mehr Frömmigkeit. Was seine Meinung geht verloren. Anspruch fingieren. Ja, lass mal das mal. Der macht Geld. Gemeinde, Kontrolle, Kontrolle, Besteuerung, nee. Kultur. Brauche ich gerade auch nicht. Fremde Angelegenheiten. Heimische Angelegenheiten. Ja, lass mal's mal, wie es ist. Angebote, Aufgebote oder Befehlshaber ausbilden. Ausbilden klingt gut. Erstmal ausbilden. Ich brauche gerade keine Aufgebote. Ich habe eh keine Ansprüche, deswegen ist es ziemlich egal. Ratspitze, Komplotte stören. Unterstützen, das wäre wichtig. Ja, dass die mir ein bisschen hilft. Rat des Lehnsherrn. Bin ich da drin? Nö. Ich bin Graf Welf von Sens. Nee. Was kann ich denn mit dem guten... Der mag mich? Nee. Der gute König. Was kann ich denn mit dem machen? Beeinflussen? Vormundschaft. Was bringt mir das jetzt? Nichts. Ja, Mord ist jetzt nicht so gut. Habe ich eh nicht. Okay. Kann ich voll vergessen. Beeinflussen geht gerade nicht. Das mit diesem Vormundschaft ist interessant, aber geht nichts. Kann die was machen? Vormundschaft. Vormund. Ein Vormund ist ein Charakter, der ein Kind ausbilden soll. Mhm. Ja, heißt es, dass ich sein Vormund bin? Nee, ich werde Vormund von... Okay. Ja, hätte mich auch sehr gewundert. Aber schaut's mal, das ist doch interessant. Dann kann ich doch sagen, guck mal, ich habe gerade keine Kinder.
Wo ist denn einer, der ein bisschen was kann? Köpnis. Uff. Der mag mich nicht sehr. Hab keinen Druck mit dir. Okay, ich sehe nicht, wie ich hier groß was machen könnte mit Vormünden. Boah, sind die alt. Nee. Oh. Wer hat's noch hier? Ja, das ist der große Superkönig, ne? Matsukubo. Der ist aber groß. Der Führer. Okay. Na gut, dann lassen wir es mal, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was abgeht. Aber ich denke, ich habe erstmal das Wichtigste gemacht. Okay. Schauen wir mal, was sich hier so tut. Komplott beeinflussen. Das läuft. Und schon passiert was. Ich nehme vorgeschlagene Heirat an. Bekanntschaft geht den Heiligen Bund der Ehe ein. Okay, das ist schon mit etwas. Geht auch den Bund der Ehe ein. Sehr schön. Gut. Haben wir schon mal ein bisschen bunt. So. Konrad Welf kann heiraten. Bruder Konrad geht Bund ein. Ja, sehr schön. Okay. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob irgendwann Ritter zu uns kommen. Die haben wir ja geholt. Hochzeitsfeierlichkeiten. So, entweder ich mache Prestige oder ich mache Geld. Aber ich glaube, ich erhebe die Steuern. Ne? Ich werde die Steuern erheben. Wer zahlt schon gern seine eigene Hochzeit? Bam, gibt Geld. Am Anfang Geld, kann nicht schaden. Ein Hofarzt. Okay. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für den Graf und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlung umgehört und haben sie ein paar Möglichkeiten aus. Okay. Mathilda? Mhm. Oder Denise? Zehn. Bildung? Ich glaube, Bildung ist wichtig für das. Sie ist nachsichtig, zornig, arrogant. Annehmbare Unterhalt. Und sie ist Arzt. Oh, das ist nicht schlecht. Die ist nicht Arzt. Ja, dann ist Mafalda ganz gut. Mafalda wird mein Ärztelchen. Nice. Hallöchen, Mafalda. Was ist das? Lebenswandel, Schwerpunkt Medizin. Ja. Lass mal auch ein bisschen. Wie ist denn das jetzt? Bin ich verheiratet? Sehr schön. Dann kann ich doch mal im Rat gucken, dass die mir vielleicht ein bisschen hilft, oder? Kann die mir nicht helfen? Ich dachte, da wäre mal sowas gewesen. Stopp. Die da. So, die kann helfen. Domänenverwalter und höfische Politik. Okay, was habe ich denn? Wo habe ich denn am meisten Probleme? Ah ja. 9. 5. Hilft euch, das im Allgemeinen zu führen. Ah, überall plus 1. Okay. Dann müsst ihr jetzt alles andere, also Ränkespiel müsst hochgehen und Verwaltung 2. Ah ja, aha. Aber ich glaube, das meiste Defizit habe ich tatsächlich hier. Bei Diplomatie. Ja, machen wir mal Diplomatie am höchsten. Krieg brauche ich gerade nicht. Nee, machen wir's so. Die hilft mir jetzt da. Okay. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
Der mag mich ein bisschen. Das ist gut. Der ist Baron von diesem Kaff dort, von Nogent. Der da ist gar nichts. Der ist ein Ritter. Und das war's. Okay. Der da ist auch Ritter, hat aber zwei Ansprüche. Okay. Und die da. Das war ganz schön. Das ist nicht schlecht. Okay. Zusätzliche Steuern. Ah, ich habe mehr Geld bekommen. Das ist cool. Und Ritter sind eingetroffen. Guckt's mal hier. Eckhart ist meiner Einladung gefolgt und nun an meinem Hof. Ah ja. Dann gucken wir doch mal. Pinnwand ein- und ausmenü. Ritter. Eckhart. Rekrutieren. Ja, aber geht nicht anders. Den brauche ich. So. Ritter zu sein. Ja. Ist okay. Vernünftig Memme. Aha. Ah, da muss ich mal gucken, tatsächlich. Bei meinem Rad. Nee, 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 nee. Oh, das ist jetzt doof. Ich dachte, ich könnte es anpinnen. Ah. Doof. Okay. Okay, Rudolf Welf ist Ritter. Rudolf Welf ist Ritter. Dann möchte ich nicht, dass der das bleibt. Also der sollte dann nicht rumrittern. Vor allem, er ist zwar kein Erbe, aber er ist ganz gut in seinem Job. Er ist Vasall. Aha. Wenn der stirbt. Das probieren wir einfach mal aus. Dass der Ritter sein soll. Ich meine, vielleicht kriege ich das dann. Die Baronie. Ja. Genau. Okay, mal kurz Pause. Ein neuer Ritter, Adolf. 17. Auch ein guter Ritter. Adolf. Dann rekrutieren wir den auch mal. Kostet auch was. Aber ist gut. Ich brauche ein paar Ritter, die ein bisschen was können. Ja. Okay. Gut. Was ist noch passiert? Ritter eingetroffen. Adolf. Sündhafter Fürstbischof bloßgestellt. Eifer wurde gesenkt. Vasall in Ostfranken. Wer ist das denn? Ist das meiner? Nee. Nee, ist ein ganz anderer. Okay, das hat nichts mit mir zu tun. Okay, dann kann er weg. Gast geholt. Eckhart. Den habe ich, glaube ich, jetzt schon als Ritter gemacht. Genau. Und drittes Engel. Okay. Schauen wir mal weiter. Was macht der Rat? Die mag mich. Oh, guckt mal. Das ist gestiegen. Auf 0. Das ist gut. Der Loot mag mich noch nicht. Und die auch noch nicht. Der macht erstmal nur Geld. Ja. Zu Gelübde auffordern. Ich muss halt irgendwas. Ja, Meinung. Das, da bin ich gerade dabei. Ich weiß noch nicht, wie ich die Anspannung wieder loswerden kann. Weil ich habe Anspannungspunkte, ne? Ich habe kein Mündel. Ich sollte wirklich Mündel mir holen. Irgendwie wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn ich mir ein paar Mündel hole, ne? Aber dazu bräuchte ich Leute, die mich mögen. Vormundschaft anbieten. Ich? Für die da. Mach er nicht.
Nee. Mag der jemand anders von mir? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich sollte mir jemanden suchen, der mich irgendwie mag. Gibt's da einen? Nö, nö. Ja, König jetzt nicht unbedingt. Nö. Auch nicht wirklich. Nope. Der hat keine Kinder und nix. Nope. Auch nicht. Vielleicht weiter unten. Nö, nö. Nö. Der mag mich ein ganz kleines bisschen. Aber er hat keine Kinder. Ja, okay. Hinterlistig. Gibt es eine Übersicht der Leute, die mich mögen? Irgendwie? Ich habe einen Hof. Das ist okay. Mathilde ist an meinem Hof. Ja, nee, 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 die brauche ich nicht. Das Hof also, ja, habe ich schon. Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Ansicht an Leuten, die mich mögen, oder? Das ist der Hof, Ränkespiel. Ah, das ist schon ein bisschen besser geworden. Okay, interessant. Entscheidungen. Festmahl. Das ist nicht gut, weil das macht... Ja. Ihr verliert Anspannung. Es kostet Geld. Hey, machen wir mal eine Jagd. Könnte interessant. Wir probieren uns mal ein bisschen aus. Ich finde es ja wirklich schade. Dass uns hier keiner mag. Der mag uns ein bisschen. Aber... Kann nicht ausgebildet werden. Der scheint uns ein bisschen zu mögen. Da kümmern wir uns gleich drum. Wird nicht annehmen. Grundzurückhaltung 50, okay. Schick Kind an fremden Hof. Ja, klar. Vor allem, weil es sein eigenes Kind ist. Ne, eigentlich müsste ich gucken, hier, guck mal. Ich müsste mich da irgendwie... Du bist da und du hast hier von deinen Vasallen irgendeiner so ein Typ und der hat noch einen Vasallen. Ja, ein Bischof jetzt nicht unbedingt. Ne, und von dem müsste ich dann irgendwie so... So, wenn ich jetzt auf den gehe und guck mir so seine Vasallen an, schaut's mal, was haben wir da? Und der hat als Vasallen den da, aber der hat wieder keine Kinder, ne? Keine Familie. Ich hätte gern so einen Mündel, ich hätte gern so einen Kindskopf bei mir. Oder vom Hof. Ja. Aber das ist halt auch irgendwie... Hier, der ist der Gast, aber der hat halt auch... Okay. Jagd auf Nahrungssuche. Die Wälder sind wahrlich der Mantel der Armen. Aber als das Tier, auf das ich Jagd machte, von Bauern auf Nahrungssuche verschreckt wird und flieht, ist meine Geduld am Ende. Es muss doch in Sens sicher Besseres zu tun geben, als Wurzeln und Pilze zu sammeln. Wachen, jagt den Pöbel aus meinem Jagdrevier. Bauen wird der Wald verweigert. Volksmeinung ist nicht so geil. Okay. Oder eine großzügige Spende sollte sie uns lange genug vom Hals schaffen. Das Ding ist, ich habe schon wenig Geld. Unterstützte Bauern, 30. Entwicklungszuwachs ist auch gut. Ich erhalte... Oh, das ist gut. Ich erhalte 100 Frömmigkeit. Das ist wichtig, weil ich eh schon so Klerik, Klerus, bischofsmäßig unterwegs bin mit Keusch sein und blablabla. Und es kostet nur 15 Gold. Das ist gut. Das machen wir. Okay. Cool. Mein Ränkespiel. Was kann ich denn mit dem noch machen? Nix.
Aber scheint besser zu werden. Der mag mich jetzt schon plus 1. Gleicher Glaube, persönliche Diplomatie, kurze Herrschaft. Ah, das wird Stück für Stück besser. Ja, dann easy. Wenn ich mich gar nicht groß drum kümmern brauchen. So, ich habe einen Partner. Der hat einen Partner. Der hat einen Partner. Ausländische Kultur, schüchtern. Die ist schüchtern? Nee. Die ist noch schüchtern. Doch, die ist. Bin ich schüchtern? Ist der schüchtern? Gefühllos, zornig? Nee. Okay. So, Fenster geht zu. Einen Moment. Naja. Die Faulheit aufzustehen. Wer kennt's nicht? Okay. Nun denn. Was geht weiter? Jagd. Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir setzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Es ist für gewöhnlich ein Abenteuer, dem Ruf der Wildnis zu folgen. Und dieser Ausflug hat sowohl Gutes als auch Schlechtes im Überfluss geboten. Lassen wir es hinter uns. Das war eine kleine Jagd, war aber okay. Ritter eingetroffen. Der hat jetzt wahrscheinlich... War so klar, dass der was kann. Und jetzt habe ich kein Geld mehr für den Quatschkopf. Der ist gut. Legendärer Schwertmeister. Holy, wo treiben die denn auf? Das Ding ist halt... ich kann den mir nicht leisten. Na? Dann ist er erstmal nur Gast. Ist okay, aber... Okay. Der ist nur Ritter, das heißt... zwingen muss ich anschließen. Das Kampfgeschick spielt aber keine Rolle. Ach so, ah, ja, okay, verstehe. Nee, das passt. Das passt. Kriegerfeuerregiment brauchen wir jetzt nicht. Das ist schade. Der schaut nicht nach viel aus, aber wenn er ein legendärer Schwertmeister ist und ein fähiger Taktiker. Oh. Okay. Ah, hier hat Schlachtwürfe. Guckt's mal. Vorteilswürfe werden vom während der Schlacht gemacht. Sie ergeben einen Wert von 0 bis 10 und sind vollkommen zufällig. Haben aber großen Einfluss. Okay. Spannend, also da wird auch gewürfelt. Würfelglück gibt's auch. So, wir machen Geld. Ich mach mal ein bisschen schneller. So, wir machen Geld, wir machen Prestige und wir machen Frömmigkeit. Das ist gut. Wir haben auch ein bisschen bekannt. Wir sind beinahe unbedeutend. Nice, beinahe unbedeutend. Okay. Kann ich mit irgendwem irgendwas irgendwie was damit machen? Frömmigkeit. Doktrin, Glauben, Regierungsform, Hingabestufe. Also ich kann... Ja, einkerkern ist jetzt nicht so eine geile Idee. Das macht man nicht. Gunpold, Meinung erhalten. Jetzt setzt ihr eure Beziehungen vor. Gut. Weil, das macht jetzt... Das macht jetzt irgendwas. Was macht das? Steuern. Da die Meinung... Eins oder mehr beträgt, erhaltet ihr Steuern und Aufgebote von seinem Kirchenbesitztümer. Kirchenbesitz sind Tempel, die unter Kontrolle eines Reichspriesters stehen. Ja gut. Aber der macht jetzt null. Das ist halt nichts. Religiöse Beziehungen, Anspruch auf Gemeinde fingieren. Das macht halt mehr Frömmigkeit. Bildungswert steigt, was auch wichtig ist. Wie alt ist denn der? 61. Bläh. Alter Sack. Okay, und erhöht sich. Ich würde gerne mal gucken. Okay, da muss ich erstmal gucken, ob das gut ist. Weil dem König was wegzunehmen ist nicht so nice, ne? Okay, das gehört
Und er hat nicht so viele Aufgebote, oder? 800, fuck is es. Der ist ein bisschen sehr stark. Das ist wieder der Superkönig. Sauerei. Bürgermeister, ja, nee, nee, nee. Okay, ich glaube, einen Bischof was wegzunehmen ist nicht so cool. Ah ja. Warum nicht? Zurückhaltung über euch, über Fürstbischof Jehan. Ah, der mag den. So, und hat sündhafte Eigenschaften. Aber er hat sündhafte Eigenschaften. Ich habe nur leider kein Druckmittel. Aber wäre interessant. Ne? Okay, das geht aber nicht. So. Der hat auch zu viele Truppen. Was ist denn mit dem Quatschkopf? Das wäre doch machbar. Ich sehe nur nicht, wie viele Ritter er hat. Der Verbündeten. Verbündete. Prinz Pepin. Okay. Hab ich Verbündete? Habe ich Verbündete? Ich habe einen Vasallen. Der ist auch in Ordnung. Machen wir wieder langsamer. Aber hab ich Verbündete? Sag mal. Also hier, Dojin, könnte man versuchen. Ich habe einen Verbündeten. Baron Eudes von Clerv. Wow, wo ist der? Wo ist denn der? Da. Toll. Super. Wow. Ich habe wahrscheinlich irgendeinen Typen. Hin und her. Wir hatten Serf, ne? Clerv. Clerv. Welcher von meinen Typsies ist denn mit Clerv? Kriemhild? Schwägerin. Nee. Welf, Clerv. Der Clerv, die da, wie ist der da? Okay. Und, von Sens? Ja, Sens bin ich. So, das ist Clerv. Und der hat Kriemhild. Die ist einfach nur robust, fruchtbar und das war's. Die hat keinen Titel und nix. Okay. An der Schreibecke der Bibliothek finde ich einen Folianten in Leder gebunden und mit seltsamen Symbolen verziert, der teilweise hinter anderen Büchern versteckt ist. Er ist alt, wurde aber offenbar noch von kurzem verwendet. Als ich in ihm blättere, fällt mir schon auf, dass es in ihm um ungewöhnliches Wissen geht. Okay. Konzentrierter Leser. Ich hoffe, dass die Personen, die vor kurzem in diesem Buch nicht in der Nähe ist, mich sind. Bildung plus 1. Ketzerei? Priester. Okay. Ich bleib mal fromm. Also, obwohl. Ja, kann ich. Soll. Das ist jetzt also eine Entscheidung, ne? Bildung plus 1. Wie gebildet bin ich denn? Sehr. Das zu boosten wäre schon nice. Und gibt auch Frömmigkeit. Ach, scheiß drauf. No risk, no fun. Das machen wir. So. Ich hatte ja als Vor. Nicht Vorschlag, aber als so Dijon zu holen, ne? Das war das doch. So. Militärische Stärke. Ihre ist ebenbürtig. Und die Verbündung. So, ich habe aber mehr Ritter. Sehe ich denn, welche Ritter er hat? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich habe 5 Ritter. Elitegüte. Es wäre interessant, ne? Ich würde gerne mal so ein Kriegsdings ausprobieren. Aber. Ja, aber der Prinz von Italien, der ist doch ewig weit weg. Schaut mal, wo lebt denn der? Das verstehe ich noch nicht. Kann. Ach so, rechtsklicken zum Aus. Oh, da oben! Ah! Okay. Ja, der würde relativ früh da. Ah, nee, ist nicht so gut. Ist nicht so gut, ist nicht so gut.
So, den Bischof, das machen wir nicht. Der da dürfte ziemlich stark sein, genau. Ich müsste mir so ein kleines Dingelchen holen. Hier zum Beispiel. Der hat als Lehnsherr das gleiche wie ich. Er hat nur einen Titel und sonst nichts. Und, ja, vier Ritter und Dings. Das ist aber relativ even. Ich könnte aber mal gucken. Einfach mal schauen. Rat. Ob ich das hier nicht bekomme. Hä, hallo? Ah. Okay. Schau mal, was geht. Schau mal, was geht. Gucken wir mal. Einfach mal gucken. Ich möchte das mal wissen. Weil das ist gar nicht so weit weg. Das hier kann ich vergessen, glaube ich. Obwohl. König Grazia. Ist der denn? Der ist ganz weit weg. Wäre aber die nächstgelegene, ne? Ja. Hat 201 auf. Ja, der ist mir auch ebenbürtig. 5 Ritter. Sogar überlegen. Muss man aufpassen. Na, schauen wir mal. Es ist ja okay, wenn ich jetzt beispielsweise einen Anspruch finde. Ich muss ihn ja nicht sofort durchsetzen. Ich habe ihn nur. Wählt aus Besitztümern. Okay. So, da oben. Boah, 5000 Truppen. Von wem? Von Paris. Da geht ordentlich was ab. So, ich soll Dinge machen. Anspruch fingieren. Montagri. Das habe ich mir schon überlegt, aber ich warte mal noch. Meinung erhöhen. Vom König. Okay, Gunpowl beeinflussen läuft noch. Dann warte ich mal noch. Nicht Hof, Rat wollte ich. Wo ist denn der Rat? Rat. Stuhl. Welche sind blöden Fliegen? Okay. Wie lange geht denn dieses Ränkespiel noch? Noch 3 Monate. Ja, die kann ich noch warten. Das geht. Heilige Stätte, Canterbury. Jetzt ist er weg. Oh, ein Fragezeichen. Tooltip-Modi. Ja, das habe ich schon gemacht, dass die schnell sind. Ja. Okay, hier unten läuft die Zeit, das ist cool. Mal schauen, ob ich noch aufnehme. Sieht soweit solide aus, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Aufnahme wird. Ob man überhaupt das sieht, ob das flüssig läuft. Ich kann es nämlich nicht nachschauen gerade. Aber ist cool. Und man kann wirklich, ich bin jetzt seit 1,5 Stunden dabei, Mann. Man kann so viel Zeit in diesem Spiel verknappen. Das ist krass. Sehr krass auf jeden Fall. Und bisher habe ich gar nichts gemacht. Aber es wird sau spannend für mich zu sehen, wie komme ich aus dieser kinderlosen, nicht beeinflusst. Oh. Wir sind bekannt. Okay. Ja. Nee. Lass das mal. Und dann probieren wir das mal mit dem König. Na? So. Hat Beeinfluss. Ihr habt Anspannung, weil ihr schüchtern. Genau. Wo sehe ich denn die Anspannungsstufe? Ja, okay. Ich wüsste gerne, wo ich die Anspannungsstufe des Charakters sehen kann. Das ist ein Bonus. Das heißt Oberhaupt. Das heißt wahrscheinlich Erbe. Lehnsherr, Aufgabe und Steuer sind verringert, da nicht der rechtmäßige Lehnsherr ist. Was?
Mein Cousin. Und er wurde freigelassen. Wie ist das denn? Okay, kurze Pause. Und wo? Der hat kaufmännisches Genie. Wo lebt der? Barcelona. Barcelona. Das ist ganz weit weg, oder? Ja, das geht so. Cousin. Interessant. Das gefällt mir gerade nicht. Schauen wir gleich mal, vielleicht ist gut. Ich wollte noch was anderes gucken. Ich wollte noch gucken, warum ich Aufgebote und Steuer sind verringert. Das ist halt jetzt auch interessant. Hier steht König Charles II. Der Kahle. Das ist ja der. Ist nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Der rechtmäßige Lehnsherr eines Vasallen ist der Herrscher, der den Titel des direkten Regio-Lehnsherrn des Hauptlandes, Haupttitel des Vasallen trägt. Vasallen, die nicht ihrem rechten Lehnsherrn unterstehen, tragen weniger Steuernaufgebote bei und erleiden bei Abzug auf die Meinung von unterleiten Abzug. Okay, ein Lehnsherr mit höherem Rang, aber mit seiner Beschäftigung führt zu wenig Abzug. Okay. Spannend. Okay, also da ist wohl irgendwas passiert, dass er nicht rechtmäßiger Lehnsherr ist. Warum auch immer. So, was haben wir jetzt hier? Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. Was macht das? Religionskrieg um Scheichtum von Salamanca. Wo ist das denn schon wieder? Okay, lustig. Und das ist mein Komplott. Aber da habe ich damit was zu tun? Ein Religionskrieg. Krieg meines Lehnsherrn. Wer greift den da an? Okay. Auch interessant. Schaut mal, was da alles passiert. Ich habe von nichts eine Ahnung. Richtig geil. Okay. Als ich die Kammer betrete, um meinen Hofärztin... Also die deutsche Übersetzung ist ein bisschen wacky. Ne? Da muss man... Die ist... Lol, die Übersetzung ist wacky. Die ist ein bisschen schlecht geraten. Da muss man mal gucken, was man macht. Aber, okay. Als ich die Kammer betrete, um meine Hofärztin Mafalda zu sehen, finde ich sie tief über ein Buch gebeugt. Okay. Ein paar Rationsnecken. Wer kennt's nicht? Diese Übersetzung von Galen ist grauenhaft, sagt sie mit einem Seufzen. Okay. Wenn ich diesen Anweisungen folge, würde ich meinen Patienten wohl eher töten, als ihn zu heilen. Okay. Bildungslebenswandel. Ich bin... Medizin ist aber Bildung. Ja, okay. Hohe Chance auf Bildung plus 2. Und Erfahrung. Diese Entscheidung könnte mich zu einem Zyniker werden lassen. Zyniker ist nicht so gut, glaube ich. Gold habe ich gerade eh keins. Aber angesehene Art. Bildung plus 4 und ein gewaltiger Bonus auf Krankheit. Das ist nicht schlecht. Okay. Oder wieder Frömmigkeit. Religiöser Eiferer. Ja, ich bin schon religiös, aber ein Eiferer will ich jetzt auch nicht weisen. Wie gut steht ihr denn zu mir? Nicht gut, okay. Das wäre safe. Das wäre nicht so safe. Aber das ist High Risk, High Reward. Das machen wir. Bildung erhöht, Lebenserfahrung Erhaltung. Nice. Sehr schön. Das ist gut. Das ist echt gut. Okay. Was bekomme ich? Upsi. Ich bekomme Stuff. Zum einen... Das haben wir schon. So, ich kann Pädagogik machen. Ah!
Das ist nicht schlecht. Das würde mir halt helfen, um so Ansprüche durchzubringen am Glauben. Das wäre nicht schlecht. Tatsächlich. Das ist gut. Also, theoretisch. Dann könnte ich aufhören. Das wäre okay. Also, Leute, ne? Das tät. Probleme lösen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon gut ist. Wie alt bin ich denn? Vielleicht beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal das hier. Ja, obwohl. Nee, komm hier. Gönnung. Kann ich das Zölibat jetzt weg? Ist nicht fruchtbar und nix. Aber die mag mich schon. Sie sind sehr Soldat, Leute. Und ein Glaubenskrieger. Glaubensfeindlichkeit. Okay. Kann ich Kind unterrichten? Ja, ich. Ah, ich kann Neffen unterrichten. Bin Rudolf Welf. Wer ist denn das? Wer sind denn die Vater? Eltern? Der da und die da. Ah, okay. Machen wir mal. Wenn ich schon keine eigenen Kinder habe. Zölibat. Wie benutze ich jetzt diese Fähigkeit? Ich habe ein Mündel. Yay! Detailkarte wählt aus Besitztümer. Reiche, groß. Gibt's nicht. Verstehe ich nicht. Überzogene Zolle. Grafische Versandheit hat Schmugglerring für. Der schlechte Verwaltungswert meines Ratmitglieds. Hallo? Naja, 10 ist aber nicht so schlecht. Und ich habe keinen, der besser ist. Geht nicht besser. Ich würde immer noch gerne. Oder muss ich da zu einem Kleriker gehen? Also ich habe ja diese Fähigkeit freigeschalten. So. Schaut's mal, der Graf Gül von Zürich war mein Großvater. Okay. Neuer christlicher Glaube. Okay, nein. Da bin ich ganz weit von weg. Aber auch sehr interessant. Dynastiebaum, wir sind bemerkenswert. Wir haben Bekanntheit, Vermächtnisse. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ey, diese Fruchtfliegen, ne? Ich sag's euch. Schlimm. Es sind nicht viele, es ist wahrscheinlich nur so ein, zwei. Hab wohl mal ein bisschen zu lange etwas rumstehen lassen. Uncool. Okay, ich kann hier gerade nichts auswählen, deswegen machen wir das mal gleich wieder zu. Wo kann ich jetzt das Zölibat weg, ne? Weif hat Keusch hat geschoren, ja. Aber irgendwo muss das doch weggehen. Lebenswandel, Medizin, ja. Ehescheidung, nein, 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 nein. Einkerker, Mord, nein. Geschenk. Nö. Ich habe schon einen Komplott. Das kann man später machen. Ich würde trotzdem gern rechtsklicken zum Interagieren. Ja. So, ich bin hetero. Das ist auch nice. Heirat. Also arrangieren. Ja, zwischen so Formen entfernen. Nein. Mündel. Nein. Wo geht das?
Also ich würde sehr gerne wissen, wo ich das jetzt wegbekommen kann. Jetzt schauen wir nochmal auf den Baum. Wo war der denn? Spielmenü, Enzyklopädie. Vielleicht hilft mir die gleich weiter. Weitere. Charakter finden, Titel finden, Blutlinie zum Hauptsitz gehen. Okay. Ah ne, das war hier unten. Entscheidungen verwenden. Okay, wie kann ich denn eine Entscheidung? Ah! Okay. Das macht nichts. Ich meine, Meinung des Klerus? Vielleicht sollte ich das noch nicht aufgeben. Wie lange bin ich? Bin jetzt 22. Vielleicht machen wir noch ein paar Jahre? Ja. Also, das sieht hier keinen Nachteil. Das Einzige, was ich nicht mehr habe, ist, dass der Klerus plus 10 hat, ne? Das ist halt die Sache. Ich könnte hier. Den Anspruch erbitten. Und. Der da, der Papst Nikolaus. Den müsste ich beeinflussen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht kann ich dem ja. Ja, Geschenk nicht. Aber Gold abbitten? Wird nicht annehmen. Auch interessant. Viel frömmlicher. Okay. Aha. Und verliert Meinung. Lol. Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Da muss ich mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, den Papst die Meinung zu erhöhen. So ein bisschen. Was geht da? Hallo, welche Armee ist das? Montagra. Habe ich hier nicht einen Anspruch? Nee, das wollte ich noch machen. Okay. Wo rennt denn der jetzt mit seinem Aufgebot dahin? 5 Ritter und 205 Leute. Ansel. 13. Gut. Ich habe ja keine Ansprüche, ne? Nur auf. Zürich. Aber das ist halt schon weit weg. So ein bisschen. Deswegen. Der geht ganz da hoch. Was will der denn da? Okay. Ja, und der macht noch Sankare. Was ist das? Kein Anspruchsteller. Ja, nee, das will ich halt. Oh. Der da. Genau. Da bin ich hin. Was macht der denn gerade? Gemeinde fingieren. Und welche? Steht da irgendwo welche? Anscheinend nicht. Glaube. Grad nicht. Ränkespiel, ja, das ist das.
Ja, diese eine Fliege, es ist nur eine Fliege. Sehr nervig. Entscheidungen. Festmahl bringt mir nichts. Oh doch, warte. Nee. Genau, bringt mir nichts. Wenn ich eine Pilgerreise mache. Frömmigkeit. Schauen wir mal, machen wir mal eine Pilgerreise. Gucken wir einfach mal. Köln. Probieren wir es aus. Wir probieren es aus. Wir machen es eine Pilgerreise. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Aber wir gucken es uns an. Weil meine Hoffnung ist jetzt, dass diese Pilgerreise mich fromm werden lässt, dass der Klerus mich dann mehr mag, dass ich hier diese Baronie bekomme, ne, dass ich da den Anspruch erhalte. Das wäre sehr nice. Dass der mich ein bisschen mehr mag, weil hey, ich bin ja so fromm, ne? Und dann habe ich da den Anspruch, krieg den und kann dann mit Aufgeboten und so weiter dann hier hin irgendwann. Das wäre ziemlich. Guckt mal, hier! Die Tränen von St. Nikolaus. Auch während der Pilgerreise halten die Priester jeden Sonntag eine Messe. Wenn kein Gotteshaus in der Nähe ist, findet sie im Freien statt. Doch heute Morgen zog ein Sturm auf, der noch immer tobt. Unter Eindruck davon steht ein eifriger Priester draußen im strömenden Regen, wo er eine Predigt darüber hält, dass man im Angesicht von Widrigkeiten hartnäckig bleiben muss. Dennoch wird sein Publikum schnell kleiner, als entmutigte Anhänger Zuflucht von den Regenmassen suchen. Ihr haltet die Eigenschaft krank. Wahrscheinlich, okay. Noch riskanter. Hey. Ich bin super fromm, der Oberbabbo. Ich mach das. Easy. Ganz easy. Ich werde nicht krank. Gott schützt mich. Gott schütze. Gott grütze Amerika. Wer kennt's nicht, ne? Ja. Ich habe das gesagt, was richtig ist. So, machen wir ein bisschen schneller. Ups. Die Ankunft. Wo bin ich denn? Hier. Endlich bin ich hier, mit Leib und Seele am großen Gotteshaus Köln. Als der Botschaft Segner teilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick. Entschlossener Pilgerer. Monatliche Frömmigkeit pro Ritter. Das ist gut, ich habe 5 Stück. Oh, während er dem Grundsatz werfte Pilgerreise folgte. Okay. Und ich halte Frömmigkeit. Cool. Ich habe eine Menge Frömmigkeit jetzt. Das ist gut. Leider hat sich sonst nichts getan, aber Frömmigkeit. Ihr seid bekannt für eure Hingabe an euren Glauben. Hingabestufe. Zeigt an, wie tugendhaft und gläubig er ist. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ihr Frömmigkeit erhält, bekommt ihr auch eine nächste Hingabestufe. Ich bin jetzt gläubig. Das macht die Köchle Meinung plus 5. Hey, ist nicht schlecht. Okay. Ah ja, ich brauche noch einiges. Okay. Ihr könnt euren Glauben um Gold bitten. Aber dann mag der mich nicht mehr. Das ist das Ding. Also er würde annehmen. Aber dann hat der 20 Meinung für uns nicht. Und zwar... Ja, er verliert 20 Meinung. Und das ist viel Frömmigkeit für das bisschen Gold, das lassen wir mal. Die Rückkehr. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Priester und Bischöfe doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei. Ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Okay, gut. So. Wie schaut das jetzt aus? Hat das was gebracht? Nicht viel. Meinung von Papst über uns. Okay. Warum hat der... Ich
meine, der hat doch ein Geheimnis. Ich müsste halt den Papst beeinflussen, ne? Aber das ist schon nicht so einfach. Ja, und ein Mordkomplott ist jetzt auch nicht so toll. Ja, nee, Werte des Ehepartners. Diplomatische Expertise. Hallöchen, Fräuchen. Was macht denn mein Ränkespiel? Das dauert noch, okay. Es wäre cool, wenn ich so oh, jetzt ist er auf 9. Jetzt mag er mich schon ein bisschen mehr. Warum mag er mich mehr? Gläubig? Zölibat? Das ist das Ding, der hat noch Zölibat, deswegen mag er. Und persönliche Diplomatie plus 4. Verbessert. Eckhart hat sein Kampfgeschick um 1 erhöht. Okay. Werte des Ehepartners. Ja, das hat man ja schon. Genau. 9. 9 ist gut. Ich brauche nicht mehr viel. Wenn die Summe positiv ist. Man kann den Papst aber. Ja, hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das gehen würde. Das ist der Papst, 20%. Okay, das versuchen wir danach. Das ist ja unwahrscheinlich, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Vielleicht mag er mich ja. Oder ich muss halt nochmal eine Reise machen. Ne? Auch wenn das jetzt nicht so viel gemacht hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ja. Prinz Karl wurde erschlagen während der Schlacht von Stade. Kurze Pause. Stade. Es ist hier. Prinz Karl, Cousin, Ostfranke, Haus Karling. Die Frage ist, was ergibt sich dafür? Der ist jetzt tot. So. Und der Haupterbe ist der da. Der mag mich nicht. RIP. Der hat 6 Titel. Die Geheimnisse der Natur. Ulrike von Bamberg, wer ist das? Wandernd Spieler. Ah! Das ist doch mein Typsi, oder? Ja. Das ist mein Typsi. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Eiferer, kühn. Okay. Eine Adlige aus Sens hat mir ein Angebot gemacht. Wenn man dem Brief Glauben schenken kann, ist sie erfahren im Bereich der Kräuterkunde und sie würde gerne ihr Können zur Verfügung stellen gegen Kost und Logis. Das Angebot ist verlockend, aber ich weiß, dass Suffraganbischof Gundhold Talismanien und Trinkturen misstraut. Er glaubt, die finstersten Mächte, wie etwa Satan, nutzen sie für ihre eigenen bösartigen Zwecke. Okay, also der ist nicht begeistert. Gunpold verliert Meinung. Ich halt Lebenswandel. Sie erzieht an meinen Hof. So toll ist die jetzt nicht. Und ich erhalte Kräuterkundler. Ränkespiel, Bildung, mittlerer Bonus. Okay. Das ist gar nicht so schlecht, weil der hat 33 Meinung, klar, ein bisschen mehr wäre nice, aber wenn ich hier in den Rat gucke, kriege ich von dem gerade eh kein Geld. Weil der hat keine Kirchenbesitztümer und nichts. Deswegen ist es ziemlich egal. Da kriege ich
Frömmigkeit statt Kräuterkundler. Eine seltsame Blume wird Marit den Tag versüßen. Hof, Meinung. Was will ich denn mit der? Meisterhafter Philosoph. Hübsch. Gesunder Körper. Arrogant, gesellig. Ulrike. Sie ist an meinem Hof. Also. Frömmigkeit habe ich gerade kein so großes Problem. Die gewinnt Meinung. Ja. Ne? Ich nehme das da. Kräuterkundler ist gut. Die Dinger zu boosten ist stark. Schaut's mal, jetzt habe ich Kräuterkundler erhalten. Zwei Bildung. Das müsste jetzt hier bald irgendwann auftauchen. Theoretisch. Ah, hier ist es, hier. Ja. Klar, der mag mich jetzt nicht so gern, aber das ist ziemlich egal. So, ich würde gern wieder zu mir zurückgehen. Danke. Ja. Ist okay. Pietätlos. Ihr unternehmt einen weiteren Versuch. Weißt du was? Das ist nice. Ich will das aber mit dem... Papst probieren. Der hilft mir nicht. Der da. So. Super unwahrscheinlich, aber egal. Anspannung kritisch. Okay. Ich brauche Gold und Zeugs. Okay. Okay. Ja, das mit dem Schüchtern ist ein Problem, tatsächlich. Schüchtern ist ein großes Problem. Weil du musst... Meistens... Ist es sehr wichtig... Ah, da steht die Anspannungsstufe. Nächste Stufe bei 100. Ah, okay. Oh, da muss ich aufpassen. Weil meistens musst du... mit Leuten interagieren in diesem Spiel. Ist halt so, ne? Du bist ein... Ein Herrscher, Oberhaupt, irgendwie sowas. Und da ist es dann schon wichtig, mit Leuten zu interagieren. Also schüchtern ist nicht gut. Vielleicht hätte ich nicht nach der Farbe des Banners gehen sollen, welches ich dann eh 2 Minuten später weggehauen habe. Wer weiß. Ja. Fallen gelassen, also. Wirklich? Ich habe den Anspruch fallen gelassen. Im Diensten von der gehörnte Gott. Im Diensten von der gehörnte Gott. Alles klar. Oh je, als ich die Augen nach der Finsternis in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverheißenden Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Welf? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimmen, doch da sind nichts als Schatten. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihn. Ihr haltet das ein Geheimnis, Hexe. Das wäre ultra interessant, wenn ich jetzt Hexer, also so ein Geheimnis, ne? So, ja, ich bin super fromm und alles, aber dann Hexerei, Zölibat abschwören. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Geschichte und ich probiere das mal aus. Vor allem Hexerei, hey, wenn der mich segnet, vielleicht bringt mir das ja was.
Der gehörnte Gott. Heiliger Brief. Oh Gott. Okay. Meine kürzlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Nikolaus auf. Das ist sehr wichtig jetzt. Den brauche ich. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem Sinne, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für... Okay. Was bist du für ein Typ? Du bist fleißig, ruhig und ein Eiferer. Er mag nicht zynisch. Aha. Im Weh brennt eine tiefe religiöse Überzeugung. Er ist ein Verhandler, ein Patriarch. Ein Mensch, der sich ganz seiner Familie und dem Wohlergehen seines Hauses verschrieben hat. Er hat kein Haus. Niedrige Geburt. Oh, das ist... Er laucht. Er wird als echte Führungspersönlichkeit verehrt, die selbst der Großreiche aus Sagen und Legenden würdig ist. Loyalität und Ehrgefühl. Ehre. Ja. Seinen unerschütterlichen Glauben. Mögliche Ereignisse. Okay, ich weiß nicht, was macht. Gelobt sei Gott. Boom. Nö. Das ist die sichere Variante. Ihr haltet 10 Anspannung. Kritisch. Uff, nicht gut. Ein Kompliment wird als Beleidigung aufgefasst. Könnte passieren. Seine unvergleichlichen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen loben. Ruhig. Seinen unerschütterlichen Glauben loben. Es hängt davon ab, wie gut das Kompliment zu ihm passt. Ja. Haha, so. Loyalität und Ehrgefühl. Er ist fleißig. Und ein Eiferer. Das hat schon was mit Glauben zu tun, ne? Eiferer. Frömmigkeit. Glaube. Meinung von anderen Glauben. So, da ist es mit dem Stift runtergefallen. Ah! Was haben wir noch? Seinen unvergleichlichen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Ich weiß halt nichts von ihm. Also seine Menschen... Schaut mal, der hat jetzt Leute am Hof. Und die mögen ihn nicht wirklich. Das ist jetzt nicht so toll. Seine Vasallen... Boah, geht so. Also ich würde sagen... Nee, Menschen nicht so. Loyalität und Ehrgefühl. Könnte sein. Aber ich glaube, ich gehe mit unerschütterlichem Glauben weg zum Eiferer. Schauen wir mal. Er könnte natürlich auch jetzt meinen, dass ich wegen Unerschütterlichkeit sage, oh, er wankelt ja voll und da gibt's irgendwas, dass er das halt doppeldeutig liest, obwohl es so nicht gemeint ist. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Eckhart erhielt Plünder. Boah, wenn ich die Fliege irgendwann erwische, bringe ich sie um. Seid gegrüßt, Graf Wels, Welf von Sens. Ich wusste euren Brief sehr zu schätzen. Euer Wissen über das himmlische Reich und das Wesen des Menschen sind verblüffend. Gepriesen seien die guten Mächte und im Hintergrund Hexerei. Leute, das wird eine geile Story. 20 Meinung. Jetzt kann ich das hier machen. Es geht voran. Bam. So, ich habe diesen Anspruch. Seid gegrüßt, Graf Welf von Sens. Ich habe über eure Bitte nachgedacht und habe entschieden, euren Anspruch auf Fürstbistum von Avaloi anzuerkennen. Es sind unerschütterliche Beweise ans Licht gekommen, dass unsere Ahnen in der Tat in uralten Zeiten dieses Land regierten. Ich werde mich als würdiger Herrscher beweisen. Der Jean mag mich jetzt nicht. Und ich habe Stuff eingesetzt, aber das ist okay. Und ich habe einen durchgesetzten Anspruch. Okay. Gut. Befehlshaber beträchtlich verbessert. Kriegsführung und Plünderer. Überfalltempo, Feindesland Zermürbung. Okay. Eckhart, der wird gut. So. Muss ich jetzt, das ist die Frage. Also ich habe jetzt einen Anspruch. Pass auf. Ich habe diesen Anspruch.
Anspruchsteller gibt's zwei. Mich und ihn. Wer ist er? Oh, er ist stark. Aber er mag mich ein bisschen. Ist okay. Ich würde da jetzt gerne was machen mit. Also ich habe jetzt diesen Anspruch. Ne? Weit überlegen. Gut, aber ich habe ja keinen Stress mit dem. Ach, der ist da unten. Okay. Ja, aber eigentlich habe ich keinen Stress. Ich würde halt jetzt gerne irgendwie. Ne? Ach, muss ich dem den Krieg erklären? Ja, okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann jetzt hier, so geht das. Ich bin ja noch am Lernen, ne? Bin noch am Lernen. Aber ich glaube, so schlecht stelle ich mich gar nicht an. Wir sind überlegen. Okay, das bedeutet, ich erkläre dir jetzt Anspruch erbitten. Den haben wir schon. Den haben wir. Der Papst mag uns, was gut ist. Das ist wirklich gut. Exkommunikation erbitten. Dann wird er wütend. 500. Ja, ist es das wert? Nee. Also, wir machen jetzt hier Krieg. So. Ansprüche kostet mich 100 sowas und 75 sowas. Es geht. Er ist mir unterlegen und ich möchte die Forderung erzwingen. Genau. Ich habe Verbündete, aber den muss ich nicht herrufen. Aktuell. So. Dem Fürstentum wurde der Krieg erklärt. Jetzt habe ich hier einen Sammelpunkt und kann hier Armeen ausheben. Ritter und Aufgebote. Zack. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Da kommt ein Ritter hin. Wir haben den Wolfram, den will ich ja loswerden. Eckhart. Ist gut. Adolf, Loop und Konrad. Wer sitzt denn in meinem Rat? Weil das ist ein bisschen gefährlich. Loop? Ja. Aber der mag mich nicht. Dann kann er auch weg. Konrad Welf ist mein Ritter. Kann aber nichts. Aber ist okay. Lass mal. Und. Ja. Okay. So. Schauen wir mal. Ne? Wo sehe ich denn die Truppen? 205. Das ist das Maximum? Ja. Gut, also ich habe 5 Ritter und 200 Leute. Adolf Gross ist Befehlshaber. Der hat ganz guten Wert. Und dann gehen wir jetzt darüber. Also ich liege. So. Und zwar muss ich mir ja hier dieses Bistum holen. Und da ist ein Tempel. Das ist nice. Dann kriege ich davon vielleicht Steuern, ne? Schauen wir mal. So, meine Armee läuft jetzt rüber. Armee, Truppe, würde ich fast sagen. Ne, ist das nicht? Die läuft jetzt rüber. Er hebt auch Truppen aus. So. 137. Nachfolge ist egal. Blablub. Ich muss nur gucken. Das ist mein Befehlshaber. Oh, warte, 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 warte. Logistiker, Versorgungsdauer. Versorgung. Nahrung, Ausrüstung. Überschreitet. Malus. Habe ich nicht. Cool. Und er ist ein zäher Soldat. Er hat Kriegsführung plus 4. Deswegen hat er. Okay. Hat kein Land, ein bisschen Frömmigkeit. Der hat Gold. Auch interessant. So, und hier haben wir jetzt so einen Schwachsinn. Okay. Er ist gerecht, fleißig und tapfer. Oh, das sind edle Werte. Was ich gucken wollte, ist, wenn ich hier angreife, sehe ich irgendwo, was das macht. Ne, ich gehe hier hin. Bistum.
Monatliche Zermürbung, 0%. Vorräte, passt. In Bewegung, halbieren, nö. 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 Befehlshaber, Vorteil 16. Logistiker. So, was weiß ich über seine Armee? Nichts. Gar nichts. Das ist natürlich schade. Ich kann sie auch nicht anklicken. Geht nicht. Doch, hier, Armee. Okay, er hat niedrige Güte, nur Aufgebote, keine Ritter. Das wird ein Kinderspiel, das gewinnen wir. Ha! Okay, jetzt gibt's Krieg! Krieg! Und hier unten sehen wir jetzt den Fortschritt. Wir greifen das Fürstbischof Jan von Avalier. Oh, und hier kommt die Schlacht. Kein Kriegsvolk. Okay. Plus 11. Was haben wir? Vorteil zu unseren Gunsten. Immer noch zu unseren Gunsten. Niedrige Güte. Okay, wir haben ein paar Leute verloren, aber es sieht gut aus. Was heißt denn das jetzt? Frühe Schlachtphase. Geordneter Rückzug. Okay. Oh, kämpft weiter, Leute. Es sind bisher bloß ein paar Leute gestorben. Ich habe noch immer alle Ritter. Was heißt das hier? Geflohen. 11. Eure geflohenen Verluste. In der Schlacht sind die meisten Verluste eigentlich geflohene Verluste und weder tot noch schwer verletzt. Okay. Sieg! Ja, hey, mit dem mächtigen Kuli habe ich sie niedergestreckt. Nice, okay, wir sind schon bei 50%. Höchstwert, gewonnene Schlachten. Das geht noch nicht, oder? Nein. So, wir belagern, das dauert 4 Monate. Uff. Hügel. Versorgungsschwelle und Entwicklungszuwachs, okay. Hier sehen wir die Eigenschaften. Schlachtbreite. Die Schlachtbreite gibt an, wie viele Truppen auf jeder Seite gleichzeitig teilnehmen. Okay. Vorteil Verteidiger plus 5. Aha. Okay. Da wird was ausgehoben. Religionskrieg um Grafschaft von Serdetz. Greift Clan Boris an. So, diese Grafschaft würde ich jetzt gerne angucken. Ah, so geht das. Okay, cool, easy. Nice, ich lerne das Spiel, Leute. Ich lerne das Spiel. Was haben wir hier? Sieg! Ah ja, Details. 5 Ritter und Aufgebote, alles weg. Hauptphase. Easy. Sehr schön. Diese Fliege, ey. Ich bring sie immer mehr. Anliegen. Ihr könnt Baron Eudes als Verbündeten rufen. Könnte ich? Muss ich aber nicht. Ich kann das alleine machen. Weil dann gebe ich, glaube ich, nichts ab. Dann muss ich keine Abgaben machen. Er kriegt kein Plündergold und nix. Alles meins, alles cool. Und der, also der hier, der macht gerade gar nichts, ne? Der denkt sich so, nee. Es wäre interessant. Es wäre interessant, wenn ich. Ich sag mal. Oh, was ist da jetzt hier? Ja, den mache ich später. Danach vielleicht. Es wäre interessant zu wissen, ob ich dem. Einbeinig. Stratege. Leichtsinnig. Fähiger Taktik. Nüstern. Zynisch. Schüchtern. Ich wüsste gerne, was das macht. Ich könnte hier voll die Hexerei machen. Leute, das ist geil, das Spiel. Meine sterbliche Hülle. Oh je, ich bin krank.
ob Graf oder Bauer, Hochwohlgeborene oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. Tut nur das Nötigste. Ein wenig besser. Mafalda kam in meine Gemächer und bot mir einen Trunk von gelber Farbe an. Sie empfahl mir, mir beim Trinken besser die Nase zuzuhalten. Als mir die lauwarme Flüssigkeit in den Mund lief, hätte ich sie fast wieder ausgespuckt. Umgehend wollte ich wissen, was das Grässliches war, und sie offenbarte mir, dass es der frische Hahn einer trächtigen Sau wäre. What the f... Okay. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da kommt ein Hofsarzt. Ne? Stell dir vor, seid Bauer. Schweinebauer, Schweinezüchter. Wie auch immer. Und die Hofärztin kommt zu euch und sagt: Guter Herr, also vielleicht nicht mit der Stimme, aber langsam, guter Herr, unser Fürst, ne, sie würde wahrscheinlich nicht mal sagen, dass der Fürst kommt, sie würde nur sagen: Guter Herr, ich benötige frischen Urin einer trächtigen Sau. Könnt ihr mir da helfen? Und der Herr Bauer natürlich: Oh ja, natürlich, macht es gleich. Dann rennt er zu seiner trächtigen Sau, wartet mit so einer Schale, dass die pinkeln muss. Und dann wird die ey, Leute, das ist crazy. Okay, die Schweineseiche stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Nice, danke, ihr habt gelinderte Krankheitssymptome. Okay, ausgezeichnete Leistung auf Alter. Großartig. So machen wir das. Das ist geil. Okay, krass. Okay, wir belagern immer noch und wir sind fertig. Wertvolle Geisel genommen. Ich habe meinen Feind mit der Belagerung als Geisel genommen. Das ist gut. Belagerung gewonnen ist auch gut. 19 durch die Besetzung, cool. Und jetzt kann ich hier Forderung erzwingen. Es kostet mich nur 10 Prestige, das ist nix. Es gibt keinen Verbündeten, ich halte 10 Ruhm. Das ist auch nice, das macht, dass ich hier weiterkomme. Und ich erhalte den Titel. Gönnung! An den eremitenhaften Welf. Möge euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießern ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgehen. Mit Verlaub, Jean. So, Füße, Verbündete teilen, bla bla bla, erhöhte Meinung, basierend auf deren Beteiligung, so sei es. Jetzt gehört das mir. Das heißt, diese Armee kann ich auflösen. Eckhardt, Kampfgeschick, verbessert. Das ist cool. Also hier, der Eckhardt, der wird nochmal irgendwann richtig, 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 richtig gut. Extremtypen wahrscheinlich. So, oh oh, das Spiel laggt. Oh oh. Das Spiel laggt. Es laggt rum. Hilfe! Ich mache jetzt erstmal nichts, einfach mal warten. Bestimmt liegt das an dieser Fliege. Wie wär's denn mal, wenn ich speichere? Let's play. Das erinnert einen doch immer wieder schön daran, wie gut es wäre, zu speichern. So, ich weiß doch gar nicht, wie lange ich jetzt mache. Wir haben schon 20 Uhr. Ich hätte so Bock. Das Ding ist, wahrscheinlich wird das nie jemand sehen, dieses Spiel. Was schade ist. Also das Spiel ist schon, nur das nicht. Wer guckt es? Aber vielleicht schaut es ja doch jemand und denkt sich hier, Das Ding ist, ich habe mir nie groß Gedanken gemacht über Klicks und so weiter. Ich meine, dann schauen halt 10 Leute, 14 Leute meine Videos hier, mein Herr der Ringe. Whatever. Ich mache halt auch keine Werbung, ich bin kein toller YouTuber und nix. Ich mache nicht groß mit Zeugs rum. Ja, klar wäre es schön, aber ich pushe es halt auch nicht und dann ist es egal. Ich mache das eigentlich eh für mich. Es macht mir aber auch viel mehr Spaß, das so zu spielen, als stumm vor mir selbst zu sitzen, weil, wisst ihr, dann bin ich halt allein im Zimmerchen hier, spiele das vor mich hin, ich rede nix, ich tapp alle paar Sekunden, Minuten raus, um irgendwas zu googeln, irgendwas auf YouTube anzuschauen und. So, das ist halt, ne,
es aufzunehmen macht es viel lebendiger. Allein dafür ist es schon gut. Selbst wenn es nie jemand sehen würde, ich habe so viel mehr Spaß. Allein die Illusion, es würde jemand gucken. Und hey, vielleicht bringt es ja dir, wer auch immer das gerade schaut, wirklich Freude. Oder du lässt es nebenbei laufen, habe ich auch viel gemacht. Obwohl man bei dem Spiel nicht viel nebenbei laufen lassen kann, finde ich. Man muss schon aufpassen. Es ist schwierig zu folgen, wenn man nicht selber involviert ist. Das, so ging es mir, weil viele Reaktionen von anderen Leuten wirken halt, wieso macht er das jetzt? Hä? Mach doch mal das und das. Aber wenn man sich eher auf die Geschichte fokussiert und die in den Vordergrund stellt, wie zum Beispiel, ich bin ein frömmiger Typ, oh, jetzt bin ich Hexerei, ich will den verhexen, oh, ich mach da mit dem Papst rum und jetzt habe ich hier, weißt du, das ist so, ah, das ist richtig geil. So, meine Radspitze, mein Radspitze ließ den Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen. Doch als der Priester sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, hatte Adelaide keinerlei Beweise, um ihre Anschuldigung zu stützen oder zu untermauern. Aha. Du bist mein Radspitze. Ich dachte, du wärst besser. Okay. Ich kann das einsetzen und ich halte 20 Schrecken. Auch interessant. Okay. Vasallen abgeschreckt, Vasallen abgeschreckt. Annahme von Vasallen wird erhöht. Kurfürsten. Okay, also das scheint nur Vorteile zu haben. Aber gut, dann ist jetzt halt 100 Frömmigkeit weg. Schade. Dumme, dumme Frau. Why? Ne? Habe ich jemanden, der das besser kann? Ja! Die Schwägerin. Was ist, wenn ich das mache? Ja, aber die kann doch nichts. Die ist einfach nicht so gut. Schwägerin von euch, meine Schwägerin. Geduldig, faul, eigenwillig, eigenwillig. Meinung Vasall, ein Rönkerspiel. Ja, komm, mach mal. Die andere hat nichts gekonnt, Pech gehabt. So, haben wir hier einen, der besser ist in Kriegsführung. Adolf. Der ist auch noch mal besser. Und der mag mich schon gut. Er ist auch Ritter. Ja, Rudolf, du bist nicht schlecht. Was ist denn, wie stehe ich denn zum Rudolf? Verräter des Schurke, Halbbruder. Das ist nur ein Ritter. Ja gut, ein Halb. Aber ganz im Ernst, 10 Jahre, 20 Meinung, das kann ich mir leisten. So, was haben wir hier? Konrad Wolf, Halbbruder und Erbe und Ritter. Oh, das wäre besser. Ist Vasall und Ritter von uns. War das der nicht kämpfen kann? Ja. Inwiefern ist der denn ein Vasall von mir? Befindet sich in Nogent. Okay. Dann gehört diese Baronie. Naja, aber er möchte einen Sitz im Rat. Dann wird er noch. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Vasallentum irgendwie ändern kann, aber eigentlich wahrscheinlich nicht, ne? Weil. Also es wäre interessant zu wissen, ob ich einfach sagen könnte, nö, du bist jetzt nicht mehr mein Vasall. Aber aussuchen kann man die sich wahrscheinlich auch nicht, wie man es lustig macht. Deswegen will ich ja, dass der Krieg stirbt, ne? Im Krieg stirbt. So, hier haben wir das da.
Aber da ist er schon am besten und den kann ich nicht ändern. Na gut, dann lassen wir es erstmal. Die hilft mir hier mit 14 Diplomatie. Warte mal. Irgendwann ist er tot, diese Fliege. Diplomatie. So, das ist der Quatsch. Ja, schaut's mal, das ist schon gut. Weil Krieg und Versorgung geht eins runter. Aber das geht halt hoch. Und ist dann wenigstens durchschnittlich, weil ansonsten wäre es halt schlecht. Na, Krieg ist auch schlecht. Aber so ist halt Krieg wirklich schlecht. Aber der Rest ist gut, das ist schon... Ja. Da muss man auch gucken, weil ich glaube, man kann das gezielt ändern, wenn man jetzt eine Aufgabe, wenn man sich jetzt kurzfristig auf ein Ziel fokussieren möchte, kann die Frau einem da wirklich aktiv helfen, wenn man sagt, das will ich jetzt machen. So, ich bin krank. Das ist nicht gut. Wie, ich bin krank? Wieso bin ich krank? Das war am 1. Mai. Jetzt bin ich krank. Gemeindekontrolle. Ja, der Rat. Ja. Okay. Ich bin krank. Ich bin noch immer Zölibat. Das wollte ich weghauen. Das Zölibat wollte ich weghauen. Richtig. Jetzt, wo ich das habe, ich könnte natürlich nochmal gucken, ob es irgendwo anders... Weil das ist keine Grafschaft. Ich muss mal gucken, gibt es Bistümer, Bistum, Baronie, Charakter, Hauptsitz, Blutlinie, Titel, Bistum? Ah, schaut mal. Wie finde ich denn Bistümer? Also woran kann ich das erkennen? Dass das ein Bistum ist. Hier zum Bistum. Wird nicht zustimmen, weil Zurückhaltung, Meinung. Ja, wer hat nur eine Meinung von 19? Hä? Hier steht 39. So, der Schütze. Okay. Hier noch irgendwo ein Bistum, Baronie, Stadt, Baronie, Baronie, Stadt, Bistum von dem Schwachsinn. Wird nicht annehmen. Schauen wir mal, hat es noch irgendwo ein Bistum? Hier, Bistum. Ja, nein, nein. Stadt, Grafschaft, Stadt, Baronie, 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 Stadt, Baronie. Chalon wollte ich mir eh holen? Nee. Das da drüben. Nee. Den da. Ja, ja, genau. Baronie, Stadt, Baronie. Bistum von Wick. Wäre cool, wenn man in der Nähe suchen könnte, weil das hier ist schon sehr weit alles weg. Lure. Ja, ist auch ein bisschen weit weg. Aber man kann ja mal gucken. Wird nicht annehmen. Das verstehe ich halt nicht. Also, der Graf... Schaut mal, minus 50 plus 19 minus 34. Oh, wartet. Ja, 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 der hat den richtig gern, oder? Ja, 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 der muss den richtig gern haben. Okay, so rum. Okay, okay, okay. Oh, Laun. Laun ist auch interessant. Nee.
Okay. Gibt es noch mehr Bistümer, die man sich holen könnte? Das ist schon sehr weit weg. Da würde er annehmen. Aber ich glaube nicht, dass es klug ist. Nope. Okay. Was ist das hier? Sieg. Das ist schon länger her. Gut. Ich wollte das Zölibat aufgeben. So. Ich könnte es wieder ablehnen. Aber nein. So, Zölibat ist weg. Ab jetzt gibt's Kinder. Vielleicht. Maybe. Schauen wir mal. Hoffe ich mal. Ey, dieses Fliegen. Ich muss die. Weißt du, wenn sie sich irgendwo hinsetzen würde, könnte ich sie tot klatschen. Aber ganz im Ernst. Die schwört immer hier so. Da, da ist sie. Drecksviech. Nervt. Super krass. Mega krass. Leider nicht erwischt. On-Screen-Gewalt gegenüber Fruchtfliegen. Na gut. Kriegt sie noch. Irgendwann. Hab sie. Sehr schön. Tschüss. Niedrige Gemeindenkontrollen Avaloi. Avaloi. Ja. Eure Kontrolle ist gering. Ihr haltet weniger Steuern, Aufgebote. Ihr könnt euren Ratsmarschall entsenden. Ratsmarschall. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Kümmer dich mal darum. Das ist eine gute Sache. Ja. Wo sehe ich denn die Kontrolle? Volksmeinung minus 10. Kontrolle 60. Ah, schaut, warte. Aufgebote, monatlicher Zuwachs. Naja gut, heilige Stätte Köln. Dauert ein bisschen. Monatlicher, ja 08 ist ein bisschen wenig. Das ist im Jahr fast 12, 8, 10. Da ist schon wieder eine. Mann. 10, 4 Jahre. So, ich könnte mein Glaubensoberhaupt noch Geld bitten. Dann gibt es. Das machen wir jetzt mal, das ist gut. Ihr solltet Feldseldaf an jemanden verleihen. Bistum. Warum? Warum sollte ich das machen? Also ich kann es an jemanden vergeben. Klar. Aber dann gehört es mir nicht mehr. Und das ist halt die Frage, wieso sollte ich... Okay, es passt. Feudal, Theokratie. Ja, gut, okay. Aber ganz im Ernst, ich sehe nicht, was das macht. Ich sehe nicht, warum das schlimm wäre. Ganz im Ernst. Ich meine, ich habe mir das geholt. Das ist jetzt meins. Passt doch. Seid gegrüßt, Graf Welfonsens. Ich habe eure Notlage bedacht und entschieden, eure Ansinnen nachzugehen. Mittel euch helfen, wahren Glauben Ländereien zu verbreichen. Weise nutzen. So, ich kann jetzt was bauen. Und zwar könnte ich hier etwas bauen. Gebäude, 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 Gebäude. So. Welle und Türme macht Steuern, Festung und Garnison. Das ist nicht schlecht. Höfe und Felder macht ganz viel Geld. Grünes Land macht mehr Aufgebote. Und ein bisschen Geld. Jagdhütten macht leichte Reitereischaden, Verfolgung. Aber ich habe noch keine Reiter. Dafür ist es günstiger. Kasernen macht nur Aufgebote. Okay, ich glaube, ich mache erstmal Höfe und Felder. Weil das macht Geld.
Einfach Geld. Ein paar Höfe und Felder bauen wir jetzt da. Schön. Sieht doch ganz gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Nice. Nice, nice, nice. Ihr könnt einen neuen Vorzug im Bildungslebenswandel freischalten. Ja, dann. Das Ding ist, dieses Gläubig. Vielleicht. Selbsterkenntnis. Wenn Tod aus natürlichen Ursachen entfernt ist, halte wieder eine Warnung. Naja. Anspannungszuwachs, das ist gut. Das brauche ich. Das wäre schon wichtig. Kann ich schüchtern irgendwie loswerden? Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich nicht, der ist einfach so. Familienhierarch befreunden. Vertraute Schmeichler. Wahre Herrschaft. Bildung. Naja, ich mache mich jetzt erstmal gesund und dann sehen wir weiter. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwie alles hinkriegen wird. Eher ist man halt tot, ne? Deswegen ist schon sehr, sehr spannend. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Eifer von Katholizismus wurde um 10 erhöht. Fürstbischof Luitberg. Wo ist denn der? Und warum betrifft es mich? Okay, ist ja schön, wenn der das erhält, aber hat ja mit mir nichts zu tun. Glaube ich. So, das Komplott dauert noch ein bisschen mit dem Papst. Ich meine, schauen wir mal, aber ich glaube eh, dass ich das bald abbreche. Hier läuft eine ganze Menge Zeugs rum. Paris. 3 Armeen von Paris. Wow. Marle. Schaut's mal, das sind Plänkler mit dabei. Da sind nur Aufgebote dabei. Aber krass, krass. Also, das gebe ich nicht so schnell hin. Was ist denn mit dem da? Fortschritt. Hier. Okay. Ah, da sehe ich das. Anspruch auf Gemeinde fingieren. Ja, guck mal. Also die wäre ganz nice, die wäre auch nice. Das Ding ist, der 240, ich habe eigentlich mehr. Ihr habt die Eigenschaft krank verloren. Ah, mein altes Ich. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Sehr schön. Es gibt mir besser. So. Und der ist halt noch schwächer. Also den sollte ich mir wirklich holen. Aber jetzt schauen wir erstmal das. Ansonsten gehen wir darüber. Gucken wir mal. So. Den Gier, den Anspruch. Go, Anspruch. So, Gold. Sieht schlecht aus. Prestige geht. Ehre, also diese Frömmigkeit eher nicht so. Mal schauen. Ich habe auch gerade keine Kinder und nix. Papst ist nicht beeinflusst. Okay. Die Sache ist, ich sollte das jetzt einfach weiterlaufen lassen, glaube ich. Kultur, Kultur. Will ich jetzt nicht erfahren. Weil... Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Es gibt gerade niemand anderen, den ich großartig beeinflussen können sollte. Ich meine... Der da wäre nice, weil er hat viele Truppen. Und um den zu beeinflussen, wäre natürlich nice. Das Ding ist... Anspannung, genau. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass hier noch eine Warnung kommt. Aber die kommt wohl nicht. Cool. Ja, nö.
Den hätte ich gerne als Verbündeten gehabt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das. Normalerweise kam da immer noch so ein, was das macht, ne? Aber gut. Pech. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien erfüllen. Bei all den Beschwernissen des Lebens ist es allzu leicht, sich in Tapfern rein zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich mir dagegen unternehmen? Ein Ausflug. Liederlich. Anziehung ist meine. Diplomat minus 1, Eingeschmack plus 1, Anspannungsverlust. Okay. Ein Ausflug ins Freudenhaus. Einsiedlerisch, das ist nicht gut. Ja. Gewisse Risiken. Aber sich die Anspannung. Diplomatie geht weg, Ränke spielt. Ich meine, meine Diplomatie ist eh nicht so super. Nix schüchtern. Ja. Oh wow. Okay. Naja. Okay. Naja. Ich dachte halt, da kommt noch mal eine Warnung, aber anscheinend nicht. Gefährlich, 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 gefährlich. Bad Freudenhaus besuchen. Kostet Geld, Anspannung, Risiken. Okay, lustig. Seid gegrüßt, Graf Welf von Senz. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Momente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend verraten zu können, dass ihr der rechte Fürst seid. Ein kleines Bestechungsgeld. Oh. Ja, aber ich habe das Geld nicht. Naja, das Ding ist, ja, was ich so zuvor, wenn ich jetzt hier Krieg führe, besteht die Möglichkeit, durch Krieg Geld zu machen. Ich weiß nur nicht, ob das klug ist, Grafschaft von Sankora, wo ist denn das? Hier. Der 240, die sind uns eben, würde ich nehmen. Ne, unterlegen. Aufgebote. Leichtes Fußvolk. Im Dschungel, im Tiger, im Wald. Aufgebote. Vier Ritter. Da ist Geld. Die haben Gold. Hä? Nee. Das Ding ist halt, ihr gesamter Fortschritt geht verloren. Wenn ich mich drum kümmere, ich hab Aufgebote, Ritter. Es ist knapp. Und er hat Fußvolk, das darf man nicht vergessen. Die sind stark. Witz. Hier steht, die sind unterlegen. Scheiß drauf. Oh, hä, lol. Der hat keine Verbündeten? Sehe ich keine?
Lol. Ja, gut. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Aha. Okay, man kann über. Aha. Spannend. Wir sind schwanger! Nice. Das ist gut. Wir sind schwanger. So. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte den da. Nee, das geht aber nicht. Wollte ich nicht irgendwen? Irgendwo war einer, den ich zur Hexerei bekehren konnte. Wo das halt auch Sinn gemacht hätte. Der König sicher nicht. Nein. Nein. Irgendwo ging das. Das wäre so lustig, den König, aber geht grad nicht. Ja, wenn ich mit dem eh Stress machen will, dann, ne? Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, den ich zur Hexerei bekehren konnte. Der Papst war es bestimmt nicht. Ja, aber gut. Sehr unwahrscheinlich, ne? Dauert noch. Dauert noch, dauert noch, dauert noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Der kann doch jetzt sicher. Der macht wieder das. Das ist auch wichtig. Ja, lassen wir es mal. Ich würde zwar schon gerne. Der macht halt gar nichts, ne? Wieso kriege ich hier eigentlich keine Steuern? Wegen des falschen Typs für euch bringt das Besitztum weder Aufgebote noch Steuern. Okay. Das heißt, es bringt mir wirklich nichts. Gar nichts. Dann könnte ich es doch vergeben. Also dann macht es wirklich Sinn. Bleibt der dann Ritter? Er ist Ratsmarschall. Wer ist der denn? Oh, der ist sehr gut. Und der? Au. Aber dann gibt mir das auch keine Steuern, oder wie? Okay, wir haben eine Tochter. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil Tochter, aber gut. Mit einem müden, doch glücklichen Lächeln überreicht Margarete mir perfekte kleine Tochter. Guter bayerischer Gertrud, Ludgard, Agnes, Ida, Konitza, Richardes, Christine, Maria, Philippa, Margaret. So heißt die doch schon. Fast. Sophia ist ein schöner Name.
Ja, nicht so cool, weil dann verliere ich das. Er wird. Der Rang ist gleich, weil er eine Grafschaft erhält. Okay. Das Ding ist, ich bin Graf. Und wenn ich die weggebe, dann macht das zwar, dass der mich gern hat, aber nö. Dass es da keinen Zurückbutton gibt, ist auch ein bisschen doof. Ja, da wird dann. Nee. Okay. Mir das zu holen hat gar nichts gebracht. Auch sehr interessant. Du könntest wieder zurückkehren. Das ist auf 80. Das wird schon besser. Irgendwann. Schauen wir mal. So, Loop, du magst mich nicht, weil. Kurze Herrschaft, ausländische Kultur. Ja, du findest dich schon fein. Wer ist das? Ratsverwalter. Aber er hat. Der hat nur die Wahlen. Oh, die sind Rivalen. Loop könnte jemanden heiraten. Ja, aber der mag mich nicht. Das ist jetzt nicht so toll. Der kann nicht heiraten. Der da. Du bräuchtest doch sicher einen Ehepartner, oder? Wie wär's denn mit jemandem? Hier. Bayerisch und Sächsisch, na, schauen wir mal. Oh, Ränkeschmied, Verwaltung. Nachsichtig. Tapfer, fleißig, gerecht. Nach, zynisch. Na, zynisch ist nicht so gut. Weil der ist schon sehr ehrenvoll. Paranoid und hinterlistig, nein. Rachsüchtig. Ruhig und rachsüchtig. Damit will man sich nicht anlegen. Schüchtern, sprunghaft, maßvoll, fleißig und schüchtern. Also. Werden in das Haus Gross geboren. Chance auf Kinder entfällt. Werden in nicht in ein Haus geboren. Warum entfällt die schon? Ja, ist egal. Keine Ahnung. Gast, Mitläufer. In Ravensburg. Keine Ahnung, der kriegt jetzt hier irgendwas. Wie ist denn das bei mir eigentlich? Ich hab doch. Ich habe Münde. Ich habe Kinder. Sophia. Sophia wurde Münde. Gut, ich unterrichte sie selbst. Ist wichtig. Bundteilung, Vater. Vormund. Die mag nicht. Ehe gibt's irgendwann, maybe. Mit Bündnissen und so. So, Gold, keine Ahnung, ist knifflig, ne? Gold ist knifflig. Gold ist ja. Ihr unternehmt einen weiteren Versuch. Ja, das muss ich jetzt durchbringen, weil das geht nicht anders. Vorgeschlagen Heirat. Okay. Zwei Aufgebote und sonst nichts. Das ist halt schon schwach. Aber okay, ist halt. Das Bistum bringt nicht viel. Aber ich habe gelernt, dass ich Nicht-Bistümer, ne, könnte ich mir holen. Weil ich bin ja keine Theokratie. Ich bin irgendwas anderes.
Wo auch immer man das sieht. Keine Ahnung. Grafschaft. Das gibt's bald, dann gibt's Geld, das ist sehr schön. Da war noch ein Button, den ich klicken wollte. Okay. Burg, Burg, Aube. Hier hat's noch zwei Plätze. Ist teuer. Ein Tempel. Okay, auch sehr spannend. Boah, das Spiel ist groß. Sehr groß. Reichssitz. Wir sind französisch. Gemeinde gehört nicht zu eurer Kultur. Uff. Ja, doof. Wie schaut's denn auf der Weltkarte eigentlich aus? Können wir gucken. Also Westfranken gibt's noch. Italien auch. Bayern ist hier so ein bisschen klein. Hier hat Benevento reingeknallt. Mission des Göttlichen. Die sind noch groß, ja. Da oben gibt's gar nichts. Wessex ganz klein. Okay. Gucken wir mal weiter. Mission des Göttlichen. Mein Suffraganbischof, was auch immer ein Suffraganbischof ist, tritt auf einen Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen, die ich auf Stäben im Raum verteilt habe. Der Weihrauch, der schon in der Luft liegt und vor bösen Dämpfen schützen soll, treibt uns ein wenig die Tränen in die Augen. Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen. Allerdings bricht Gunpold bald schon ab. Das fühlt sich falsch an. Dies sind göttliche Wesen und nicht gedacht für das sterbliche Auge. Meine Absichten sind her, das versichere ich euch. Bildungslebenswandel. Ihr könnt gehen, aber ich werde deshalb nicht aufgeben. Billigt euch nicht mehr. Meinung, Lebenswandel. Ja, 5 Meinungen, komm schon. Yay! So. Ich kann wieder was auswählen. Das ist nicht schlecht. Ja. Ich möchte auf jeden Fall gesund. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht was anderes mache. Aber das gucken wir mal. So, was geht weiter? Ihr seid verschuldet. Ja, nach wie vor, das weiß ich. Ihr könnt Graf Grigas den Krieg erzählen. Könnte ich, wenn ich das Geld hätte. Habe ich aber nicht. Was fies ist. Ketzerei! Inselchristen im Deoibart. Prinz Haivel aus Deoibart hat der Welt verkündet, dass er und seine Vasallen zum inselchristlichen Glauben konvertiert sind. Was ist denn das? Eifer, Desillusioniert von den Lehren der katholischen Priester sehen die Adeligen aus Deoibart den Klerus nicht länger als rechtschaffen und treu an. Und sie distanzieren sich von ihren ehemaligen religiösen Institutionen. Sie erachten sich stattdessen als Inselchristen, deren Doktrinen ihrer Auffassung nach dem Willen von Gott eher entsprechen. Ich verstehe das zwar nicht, doch wenn es sie glücklich macht, zeigt sich in Fürstentum. Oh, das ist nebenbei, ne? Wisst ihr, sie haben da schon ein paar ganz gute Irmelfoto, weil es zeigt sich. Da. Ich konvertiere. Inselchristentum. Kein Glaubensoberhaupt.
Lass mal. Muss jetzt nicht konvertieren. Prinz Rodel konvertierte zum Inselchristentum. Ja. Wie ist denn der? Boah, da hat er viele Titel. Ach, da oben. Ah, deswegen Inselchrist. Okay. Gibt sich der Ketzerei hin. Ja gut, können sie ja machen. Ich muss da ja nicht mitmachen, ne? Graf Hupold. Leute. Gefährlich. Sehr gefährlich. Noch einer. Ja, jetzt konvertieren sie alle, ne? Das ist halt so eine Bewegung. Können sie machen. Ich bin verschuldet. Ich könnte den Krieg erklären. Ja, kann ich glaube nicht. Leider. Was ich aber machen könnte, wäre zum Oberhaupt gehen, nochmal um Geld bitten. Ich habe einen Erben, das ist gut. Leider nur keinen männlichen Erben, das ist schlecht. Glaube, katholisch. Bruder? Vierter Mai. Dauert noch ein bisschen. Okay. Bisschen Geld brauche ich noch. Zeit. Dann gibt's noch mal vielleicht Geld. Mal schauen. Dann ist meine Frömmigkeit halt weg. Das ist dann ein bisschen traurig. Aber hey, so ist es dann halt, ne? Kann ich dann auch nicht ändern. Ich glaube, dass ich jetzt dann auch bald Ende machen werde. Wir haben jetzt schon spät. Ich habe viel aufgenommen. Ich glaube, ich mache jetzt dann erstmal Schluss. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um erstmal Pause zu machen. Auch interessant, ich habe gesagt, ich spiele Iron Man und das kann ich hier speichern. Wundert mich, ehrlich gesagt. Aber gut. Okay, dann bin ich hier erstmal fertig. Ich danke jedem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das Spiel ist ein bisschen knifflig. Beim Zugucken kann ich verstehen. Aber das mit der Hexerei wird noch lustig und mal gucken. Es ist mein erstes Durchgehen. Schüchtern anzufangen ist schwierig. Aber mal gucken, was wir aus der Grafschaft alles rausholen können. Ich lerne noch. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.